dass ein Orang-Utan zu 96% mit dem Menschen übereinstimmt. Dass man sagt, das ist schon verdammt nah dran. Klingt ja auch viel. Aber Freunde, ihr verkennt, wie viel 4% sind. Man hat mit bestimmten Gemüsesorten hat man tatsächlich bis zu 65% dieselbe Genetik. Wusstet ihr, dass Menschen und Gemüse zum Teil bis zu 65% die gleiche Genetik haben? Das heißt also, 4% sind eine verdammte Menge, ja? Das heißt also, damit man dieselbe Spezies hat, muss das schon mindestens 99% sein. 4% Abstand ist viel zu viel. Deswegen kann man davon ausgehen, dass der Affe immer Affe war und der Mensch immer Mensch war. Ja. Das ist keine Mikroevolution, das wäre eine Makroevolution. Okay. Und deine Theorie dazu, warum es mittlerweile jetzt keine Drachen mehr gibt, sind die ausgestorben oder wurden die ausgerottet? Was denkst du da? Die großen Spezies wurden tatsächlich ausgerottet. Deswegen gab es ja auch immer Legenden von irgendwelchen Drachentöter. Genau, die Drachentöter und so. Ja, die großen Oschis wurden gewildert bis zum Extinction, bis zur Aussterberei. Die kleinen gibt's halt noch. Wir nennen sie halt anders. Wir nennen sie halt Bartagame oder Wasseragame oder Gecko oder Warane. Warane, Wüstenscharat, nein, Spaß. Also diese Warane, es gibt ziemlich große Komodo-Warane, Freunde. Ja, stell euch mal einen Komodo-Waran vor, der jetzt 30 Meter lang wäre. Das wäre doch die buchstäbliche Definition eines Drachen, ja. Vor allem, er hat ja auch noch Giftdrüsen. Meine Güte, schreckliche Viecher. Deswegen, ja, das sind ja schreckliche Echsen in dem Sinne. Also Dinos auch hier, ja. Genau. Ja, interessante Fragen heute an. Meine Güte, macht mir das auch Spaß heute. Heute macht es richtig Spaß. Danke, lieber Jejo, für deinen Beitrag. Cool, ich danke dir auch. Also, schönen Abend noch. Jo, danke dir auch. Feng Peng. Moin. Ja. Wer war der erste Mensch auf Erden? Du wirst irgendwie so einen Comedy-Scheiß vom Stapel lassen. Ich kenne dich. Nein, jetzt ehrlich, heute mache ich das nicht. Ja, der erste Mensch war Adam. Adam? Und danach? Eva. Und nach Eva? Kain und Abel. Okay, und mit welcher Information kamen die auf die Erde? Was? Wer? Und mit welcher Kompetenz? Ja, der erste Mensch halt, Adam. Mit welcher Information? Ja. Mit der Information, sich fortzupflanzen. Also der hatte auch all die Informationen der Technologie in sich. Frag ihn doch eines Tages mal. Vielleicht triffst du ihn ja im Himmelreich. Was stellst du mir für bescheuerte Fragen, Mann? Nee, nichts bescheuertes. Als ob ich weiß, ob er alle Informationen der Technologie in seinem scheiß Schädel hat oder nicht, meine Güte. Ja, aber wieso sind dann die Menschen von ganz früher, also wie alt ist die Menschheit für dich, 6000 Jahre? Ich habe keine Verwendung mehr für dich! Ja! Yeah. Wahnsinnige Unhold, nächster. Hallo? Ja, was kann ich für dich tun? Oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Du bist hier im Stream für Hochbegabte. Bist du hochbegabt? Wer entscheidet das? IQ-Tests. Okay. Und wo befindest du dich da? Du bist? Hallo, wo befindest du dich da? Zu Hause. Oh meine, also ich glaube, vom IQ-Test her, um dir die Antwort zu geben, würdest du dich irgendwo zwischen Riddenechse und Esel begeben. Also irgendwo dazwischen, nächster. Wo bin ich denn hier gelandet, ja? Du bist ein kleiner Fettsack, nimm 10 Kilo ab, du dummer Hurensohn, du kleiner Nuttensohn. Nimm 10 Kilo ab, Junge, du laberst dich Scheiße, denkst du bist hochbegabt. Das Wort mit dem H, ist das etwa der Zweitname von deinem Vater? Ist das etwa der Zweitname von deinem Vater? Junge, hochbegabt. Guck mal, Freunde, daran sieht man da mal, welchen Unterschied wir im Niveau haben. Es ist okay, dass er reingekommen ist. Es ist wirklich gut. Ihr müsst es hören. Ihr müsst es regelmäßig immer wieder im Real Life hören. Hört zu. Halt meine Fresse, Junge. Verpiss. Junge, du machst hier mit Mikrofon. Junge, bitte an deine Tafel, Junge, bitte. Ja. Bitte, Junge, was? Ja, Dankeschön. Ich kann euch ja immer wieder aus dem Orient. Es ist immer wieder aufs Neue
hilarious, lustig zu sehen, wie die sich immer wieder aufs Neue selber entlarven. Du weißt selber, es wäre ein leichtes, dich gänzlich zurückzubeleidigen und deine Toten, deine Mutter, deine Nachfahren, deine Vorfahren, könnte ich von oben bis unten beleidigen und du könntest mir niemals was antun. Mache ich aber nicht, einfach nur, weil ich weiß, christlich-europäisch bin. Ich habe Niveau, verstehst du? So, deswegen, Freunde, es ist wirklich wichtig, dass sie regelmäßig, in regelmäßigen Abständen immer wieder hier reinkommen und sich selber entlarven, ne? Weil ich kann ja immer wieder aufs Neue erzählen, wie gefährlich Massenmigration aus dem Orient ist, aber es müssen immer mal wieder selbst Exemplare hier reinkommen, die sich selber, die das bestätigen, ne? Deswegen ist es gut, dass er reingekommen ist. Immer mal wieder muss das halt sein. Abend, wie gerollt. Ja, was kann ich für dich tun, Jerome? Und zwar eine Frage, ich bin Ach, so ein bisschen. by the way, vielen, vielen Dank für die Galaxie von vorhin. Vielen, vielen Dank. Ich bin so, wie gesagt, mit Religion eher so nicht so auf einer Linie. Und du kennst dich ja sehr gut aus, ne? Da habe ich noch eine Frage, und zwar, warum hat Gott so viele unbrauchbare Planeten erschaffen? Inwiefern weißt du, dass die unbrauchbar sind? Weißt du, Ja, was ich schon. komisch finde? Wir haben ja 7 Planeten in unserem Sonnensystem. Das ist jetzt nur ein bisschen. Ich habe noch kein abschließendes Urteil, aber ich sage einfach nur, dass da bestimmte Parallelen stattfinden. Wir haben 7 Planeten. Wir haben 7 Erzengel. Die Planeten befinden sich irgendwo im Himmel halt. Wir gucken nach oben und sehen diese Planeten. Die 7 Erzengel sind ja auch im Himmel irgendwo, warten nur auf den Befehl Gottes, in der Endzeit wiederzukommen. Vor allem also Michael, der Erzengel Michael soll ja die Hölle gänzlich zerstören später. Und ja, also das könnte was damit zu tun haben. Muss nicht sein, kann sein, muss aber nicht, ne? Okay, Nein, wir haben nicht verstehe. 9 Planeten. Wir haben die Erde und 7 Planeten, ja? Pluto zählt ja nicht mehr. Pluto ist ja längst raus aus dem Ja. Sonnensystem, weil Pluto ist ja viel zu weit weg. Die Leute haben ihn ja, die Wissenschaft hat ja den Pluto schon rausgenommen. Also die Erde zählen wir ja nicht mit. Wenn wir nach oben gucken, sehen wir ja nicht die Erde. Wir sehen halt nur 7 Planeten, die um uns herum kreisen. Und das sind genau wie die 7 Erzengel. Also ist ein bisschen Brainstorming. Kann sein, muss nicht sein, keine Na Ahnung. klar. Ich weiß es abschließend nicht, ne? Es gibt sicher Also wenn Sachen, die ich kann man nicht hier wissen, ne? Ja, wenn, also wenn ich ja meistens, ich rede oft mit Christen, wenn ich die meistens frage, nach dieser, also auf diese Frage, dann kommt ja meistens so, ja, Gott hat damit seine Macht gezeigt, ne? Oder ist doch schön, dass es so viele Planeten gibt. Aber dann denke ich mir, was bringen diese Planeten, ne, wenn man darauf gar nicht leben kann, ne? Zum Beispiel auf dem Mars oder ich glaube auf dem Saturn, weil es da so warm Also ist. beispielsweise, guck mal, also ich kann dir sagen, also diese Planeten haben tatsächlich auch einen Effekt, ja. Also wenn du es gibt ja Leute, es gibt auch Christen, es gibt auch, also nicht, muss ja nicht immer mit einem Christen zu tun haben. Also wenn du daran glaubst, dass das jetzt hier Planeten sind, das ist die Sonne und das sind Planeten, das sind deren Umlaufbahnen, ja. Es gibt Leute, die daran nicht glauben, die glauben an die flache Erde. Also ich persönlich habe es mir jetzt nicht zum Auftrag gemacht, flache Erde oder runde Erde zu belegen oder zu widerlegen. Das ist mir persönlich jetzt wirklich gar nicht mal so wichtig, woran ihr glaubt. Flache oder runde Erde könnt ihr glauben, wie ihr wollt. Aber wenn man an die runde Erde glaubt und an das System der, das, also an das Sonnensystem glaubt und an die ganzen Planeten glaubt, dann haben ja die großen Planeten, wie zum Beispiel Venus, haben ja magnetische Wirkungen. Also beispielsweise, wenn hier ein Asteroid auf uns zukommt, ja, dann würde er die Erde zwar rammen, aber dadurch, dass er so also eine Anziehungskraft hat, zieht er diesen Asteroiden in seinem Bann und dadurch ist für uns die Gefahr gebannt hier auf Erden. Okay? So, das hat es damit auf sich. Deswegen ganz so sinnlos wären sie halt nicht, wenn man denn an diese Systemart und Weise glaubt. Ja? Wie gesagt, ja, es ist mir persönlich wirklich also verdammt egal, ob die jetzt Flacherdler oder Runderdler seid, wirklich, es ist mir verdammt egal. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ja, ist jedem selbst überlassen. Okay, Okay. Jerome, danke dir für die Frage. Alles klar. Jo, tschüss, nächster. Er erklärt uns sogar die Astrologie. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich versuche halt eine Art Allzweckwaffe hier zu werden, weil ich werde halt gefragt und dann muss ich halt eine Antwort geben. Aber ich kann halt nur Antwort im Rahmen meiner Kompetenz geben. Deswegen sage ich halt ab und zu mal auch unter dem Vorbehalt, dass ich mir persönlich gar nicht mal so sicher bin, weil ich mir kein abschließendes Urteil, also kein Urteil gefällt habe, nicht wahr? Erklär mal, warum die Welt nicht flach ist. Nee, also habe ich jetzt. Also, boah.
Um jetzt hier die runde Erde zu erklären, dann müsste ich ja, es ist ja schon 9 Uhr, dann würde ich ja bis 1 Uhr morgens nur das machen. Etwas, was man kurz knackiger erklären kann. So, nächster. Es kommt, Achtung, Walsch, ach, Achtung, Neubürger in 3, 2, 1. So, mein Freund. Ja, zeig uns, wie schlau du bist. Ja, lieber Döner oder Bockwurst? Für was Ja, würdest du ja. dich entscheiden? Sehr geistreich, Marschaller. Du solltest echt Mann, ey, Autor du werden. wirst du schlau und Du damit dein. solltest, ja, du solltest echt Buchautor werden. Ich glaube, du würdest Bestseller in der Wüste verkaufen. Ja? Ich glaube, dass der Titel von deinem Werk würde In dir reingehen heißen. Und da würdest du beschreiben, wie du dir regelmäßig ja, bestimmte Tiefkühl. Gemüsearten, Gemüsesorten in den Enddarm einführst, oder? Ja, nächster. Ja, Crnogorci sind Srbi. Sehr geistreich. Nächster. Ja. Noki Night, ja. Hallo zusammen. Sag mal, das Leben allgemein so, ne? Es gibt ja viele Spezies und verschiedene Lebewesen auf der Erde, aber warum ist das so aufgebaut, dass alle sich auffressen seien? Verzeih, ich habe jetzt hier eine Sperre bekommen. Irgendwelche Wüstenschratten, irgendwelche IQ 75 aus der Wüste haben diesen ganzen Stream gemeldet. Deswegen haben wir jetzt hier eine Beschränkung drinne. Ich muss den Stream nochmal neu schalten, okay? Ich bin gleich wieder da. Wir machen gleich genau da weiter, wo ich aufgehört habe. Hat mir bis jetzt wirklich sehr viel Freude bereitet. Folgt mir auf Telegram, folgt mir auch auf Instagram. Ich heiße genau wie ich hier heiße, heiße ich auch auf Instagram nur mit dem Unterstrich wgerald-belkason und auch auf Telegram wgerald-belkason. Bis gleich. Und hier diesen einen block ich jetzt, hier diesen Baba Eier, also Eier, der glaube ich so ein Eierkinn hat. So, den block ich gänzlich, da kann ich wieder hier reinkommen. So, nächster. Ja, Freunde, Hallöchen. Willkommen zurück. Willkommen zurück, Freunde. Shadowban endgültig weg. Ja, jetzt erstmal weg. Wird bestimmt irgendwann mal wiederkommen. Aber jetzt erstmal, also vorhin war es auf jeden Fall weg. Wir hatten fast 500 Leute im Live gehabt, im Zenit, im Peak. Wir werden gucken, wie weit wir jetzt kommen, ne? Auf jeden Fall hatten wir gerade verdammt viele Leute. Also ganz okay, verdammt viel ist es ja nicht, aber wir hatten ja häufig auch mal Gäste. Schade, du warst bei 180.000 Likes. Ja, liebe Christina, das ist wahrlich schade. Deswegen, Freunde, liken, teilen, teilen, liken. Ich will eure Finger jetzt glühen sehen. Die holen wir wieder ein. Die holen wir wieder ein. Warum keine Ankündigung bei Telegram? Ach, spontan. Spontan, mein Bester. Spontan. Was sind Italiener? Habe so viel geliked. Miss Marine. Italiener stammen von einem gewissen Vitalus ab. Okay. Vitalus war der Namensvetter der Italiener. Wobei das V, das W hat man später weggemacht. Das heißt also Italus, die Italiener. Beziehungsweise erstmal italisch. Ja. Erstmal die heutige Wissenschaft spricht ja von den sogenannten italischen Völkern. Und dann kam ja diese Sammelbegrifflichkeit der Italiener, wo man alle sogenannten italischen Völker in einem Topf geworfen hat. Ja, nächstes. Servus! Ja, was kann ich für dich tun? Ich wollte fragen, sind Sie für Israel oder Palästina?
Ich wollte dich auch mal was fragen. Warum hast du noch nie eine Bildungseinrichtung von innen gesehen? Es gibt Abende, wo man gewisse Themen bespricht und sich auch ein bisschen seriöser geben sollte. Aber davon hast du unhold bestimmt noch nie was gehört. Aber ist auch egal. Ich kann es dir auch gar nicht verübeln. Ja. Hallo, komm ich schon. Ja. Ja, ich habe eine Frage, und zwar, woher kommt Skibidi Toilet? Das kommt, glaube ich, aus einem Enter. Okay, nee, ich mache jetzt einen Wüstenschratenstopp. Wir nehmen jetzt keine Leute mehr ein, rein aus dem Orient. Also können wir jetzt nicht machen. Erstmal nicht. Servus, ich bin dein Sklave. Nee, Schwachsinn. Wenn man jetzt sagt, dass dieses, gibt man ein, dass da ist sogar, ihr kennt ja diesen Gruß. Servus, wenn man sagt, ah, Servus, grüß Gott, Servus. Selbst Wikipedia ist so ehrlich, es zuzugeben, dass die Ursprungsfassung von Servus Servus war, mit einem B. Oh, serbische Chetnik-Quelle, ja. Gibt's ein bei Wikipedia, Junge. Ist jetzt Wikipedia auch eine serbische Chetnik-Quelle? Hängen geblieben. Unholde. Auf jeden Fall Servus us. Us heißt der. Us heißt der. Dominikus, der Dominik. Julius, der Julian. Und so weiter. Alle Namen, die man halt so kennt mit Us, okay? Alexandrus, der Alexander. Us heißt der. Das heißt also Serbus, Serbus in der Übersetzung der Serbe. Buchstäblich. Buchstäblich der Serbe in der Übersetzung. Aber wen meint man denn? Weil man sagt ja Servus in der heutigen Sprache, im heutigen Bayern zum Beispiel. Servus ist ja immer mit Grüß Gott verbunden. Mit Servus meint man nicht irgendeinen Serb, man meint ja, es ist ja die Variation von Serbatius. Sius heißt Gott, Serba Sichel. Der Gott der Sichelleute, der Sichelgott, ganz einfach. Und das ist wirklich, da sollten die Bayern und die, also die Deutschen, die Süddeutschen und auch die Österreicher können stolz sagen, dass sie immer noch zumindest mal indirekt unseren altertümlichen Gott huldigen, ja, indem sie immer noch Servus sagen. Ich weiß, Sie wissen es nicht. Wikipedia sagt, es heißt, ich bin dein Diener. Es kommt aus dem Lateinischen. Ich kenne dieses Argument. Nur ist Lateinisch als Sprache jünger als das Wort an sich. Also dieses Wort gab es schon, bevor es die lateinische Sprache je gegeben hat. Und dadurch kann man halt davon ausgehen, dass diese Argumentation falsch sein muss. Weil es kann ja nicht sein, dass es die Sprache gar nicht gegeben hat. Und dieses Wort gab es schon. Deswegen. So. Jo, möchtest du mich wieder weghauen oder willst du mich erzählen lassen? So, was hast du zu tun? Nichts, dir zuschauen. Los, mach Also, den Gammelzahnbelten. ja, mache ich schon. Ich wollte am Anfang nur davon ausgehen, zum Beispiel in der Zeit, wo es Keulen produziert worden sind, ja, von Wandkritzeleien zu Wassermühlen und Nutzung von Pflanzen zum Färben von Kleidung oder so, zu Sensorentechnik einer Maus zum Beispiel, mit der Pixelwiedergabe durch Recheninformation und das Eintauchen in eine 3D-Welt durch eine Brille und Hundekloning. Woher kommt diese Entwicklung, zum Beispiel diese erweiterte Entwicklung, in so einer kurzen Zeitspanne der Menschheit? Woher kommt die? Wie ist die entstanden? War das einfach eine Manifestation oder eine Information von außen? Warum in der kurzen Zeitspanne? Es ist doch Guck über mal, wenn eine man sich lange jetzt. Zeit. Wenn man sich jetzt vorstellt, der erste Mensch auf Planeten Erde, dann, wenn man das, wenn man die Augen öffnet, ja, dann ist man doch mit anderen Dingen beschäftigt. Zum Beispiel, du guckst nach unten, du bist voll verwirrt, du hast einen Körper, du checkst dann, deine Brust geht hoch und runter, das ist das Atmen. Wie, von dieser Zeit, wie lange braucht es, bis man halt, keine Ahnung, Glas herstellt?
Feng Peng, ich habe ja, ich Woher wusste ja, dass kommt diese du. Information? Wie schlau Ja, ist der ja, Mensch ja. gewesen damals? Feng Peng, ich wusste ja, dass du einen Schuss hast, aber das geht echt zu weit. Nein, nein, das sind berechtigte Fragen. Ja. Das sind berechtigte Fragen. Wie lange braucht man, um von die Brust groß, die Brust hoch runter, bis man ein Glas schafft? Nein, du hast nicht zugehört. Ja, wahrlich nicht. Habe ich Ja, wahrlich nicht gemacht, ja. warte, warte, Ich man ist doch versuch's nochmal. beschäftigt als Komm, komm, erster komm, mach Mensch. nochmal. Komm, mach Ja, guck nochmal. mal, wenn du Aber auf ein die bisschen Erde. simpler, ein bisschen hol nicht so weit aus, Ja, komm, ein bisschen okay. simpler. Wegerald spawnt auf einem Planeten. Ja, und? Ja, ohne jegliche Information, du weißt von nichts. Du machst deine Augen auf und du weißt halt von gar nichts. Du siehst das. Du schaust nach unten, du siehst, du hast einen Körper, du bist bindend zu dem Körper. Und irgendwann fällt dir auf, du atmest. Und deswegen geht deine Brust auch hoch und runter, ja? Beziehungsweise die dehnt sich und fährt wieder ein. Und von diesem Moment an, wie lange brauchtest du oder brauchst du, um überhaupt zum Beispiel, ja, wie gesagt, halt Glas zu produzieren, dass du diese Information von den Rohstoffen, Zusammensetzung hast und so? Was weiß ich, das musst du halt herausfinden. Mach doch mal den Test. Geh doch mal in den Ja, Wald. aber woher kommt diese Information bis heute, da wo wir halt in einer 3D-Welt eintauchen, zum Beispiel Ja, in dem. Fortschritt, also das ist doch der Step by Step, sagt man doch. Also du weißt ja, du hast ja deine menschlichen Bedürfnisse. Du weißt, wenn es regnet, brauche ich einen Unterschlupf. Ich will ja nicht nass werden. Also baust du dir erstmal einen ganz primitiven Scheißdach mit Ja. irgendwelchen Latten da, ganz primitiv, sind irgendwelche Äste und ein bisschen ein paar Blätter drauf, damit du halt nicht nass wirst. So, und dann hast du erstmal eine Base. Und dann kannst du jagen gehen, angeln gehen, kochen gehen, ohne dass du nass wirst und schlafen auch. So, und dann später nach so einer Woche denkst du dir, ja, ich habe jetzt zwar eine trockene Bude, aber ich will, dass sie ein bisschen hübscher wird. Und dann gibst du dir ein bisschen mehr Mühe. Und dann fängst du an, Werkzeuge zu erfinden. Und also Stück für Stück. Und mit diesem Ja. Werkzeug machst du dann schönere Bretter. Und mit diesen schöneren Brettern kannst du dann ein schöneres Domizil bauen. Und dann baust du auch irgendwann mal auch noch besseres Werkzeug. Und so wirst du halt immer besser und besser und besser. Und irgendwann mal kommst du halt, und irgendwann hast du halt nicht nur primitive Werkzeuge, wie zum Beispiel Hammer und Meißel. Irgendwann mal hast du auch eine Stichsäge. Und weil du halt auch irgendwann mal Elektrizität erlernt hast oder entdeckt hast, ja. Also jetzt meine ich nicht dich persönlich, sondern ich meine deine Nachkömmlinge, deine Spezies hat es irgendwann mal gemacht. Ja, das ist aber ein Prozess von Jahrtausenden. Aber du sagst, die Menschheit gibt es ja seit 6000 Jahren. Ja. Und das ist für mich eine sehr kurze Zeitspanne. Findest du? Ich finde nicht. Von dieser Warum? Primitivität, von dieser Voll nicht. Arbeitsmethode her, Hallo, wir hatten doch bis zur Hundeklonung zum Beispiel. vor 2.500 Jahren haben wir noch in Schlammhütten gewohnt und waren voll primitiv, Alter, und waren voll die Buschmänner. Ja. 2.500 Jahre ist ja wohl nicht eine kurze Zeit. Das ist doch voll lange. Nee, denke ich nicht. Ja, dann kann ich dir aber auch nicht helfen, mein lieber Feng Peng. Eben, du hast mir mehr gefallen, wo du so verrückt warst. Komm, mach mal Ja, was. aber von dieser Primitivität, wie kommt das, dass man in so eine kurze Zeit zu Hundekloning kommt? Ja, habe ich dir gerade erklärt, Stück für Stück. Du denkst, Nein, nicht mal Stück für Stück, das dass wird noch länger dauern. Das ist 2500 Jahre zu Information von wenig sind. außen. 2500 Jahre sind nicht zu wenig. Das Die reicht sind auch. so wenig für sowas. Warum? Du unterschätzt den Menschen. Du Das unterschätzt tue den ich Menschen. nicht, das tue ich nicht. Nein, geniale Köpfe. Du hast immer mal wieder Ausnahmetalente, die in einer einzigen Lebensspannweite von 70 noch was Jahren Unfassbares bewirken können. Diese Übertalente hast du immer mal wieder. Ja, Werner von Braun, Nikola Tesla, Archimedes, Ja, Leonardo da aber das Vinci. sind Lass aber mich das sind ausreden! Normale. Leonardo da Vinci und so weiter und so fort. Immer mal wieder hast du Ausnahmetalente, die ihrer Zeit so voraus sind, ja. Und dann hast du halt noch so die ganzen durchschnittlichen Menschen, ja. Und das Ganze summiert sich und dann hast du halt in 2.500 Jahren hast du ausreichend viel Zeit, um Fortschritt generieren zu können. Ja, und wann war das mit Tesla? Da waren doch nur ein paar hundert Jahre. Was, paar hundert Jahre? Ja, wann hat der gelebt, der Tesla, der Nikola Tesla? Vor ein paar hundert Jahren, der hat vor nicht mal 100 Jahren gelebt, aber gut. Ja, Vor ein paar also. hundert Jahren. Ja, okay, aber guck mal, in was für einer Zeit dann der gelebt hat. Also da ist ja viel mehr Informationen gewesen als davor. Woher willst du das denn wissen? Woher willst du wissen, dass das nicht so war? Woher willst du wissen, dass es in seiner Zeit mehr Informationen gegeben hat als jetzt? Ja, schau dir an. Das Was ist eine soll ich mir Antwort an sich. anschauen? Wir haben jetzt mehr Informationen, weil wir auch mehr Erfindungen haben. Und jede Erfindung hat ja halt ein Handbuch, was mindestens mal so fett ist. Das heißt also, die Informationszufuhr, die du dir jetzt geben kannst, ist potenziell gravierender und größer als damals. Ist doch nur logisches Denken. Antworte! Ich sage, die Information kommt entweder von außen oder man manifestiert sich das.
Also Außerirdische machen das, ne? Ja. Außerirdisch muss ja Der nicht Alien Anunnaki. heißen. Die Anunnaki, ne, machen das, oder? Ja, aber so gesehen ist ja Gott auch außerirdisch, weil er Ja, nicht innerirdisch lebt. das habe ich ja häufig gesagt, aber du meinst ja buchstäblich Aliens, ne? Du meinst ja diese Anunnaki, ne? Weiß nicht, wie ich die nennen soll. Die kommen alle 5000 Jahre und tanken hier Gold. Ja, die nutzen uns ja für den Goldgraben. Ja, genau. Sehr plausibel, mein lieber Feng Peng. Deswegen hast du auch so einen Knall, Bruder. Bei mir hast du besser gefallen, wo du immer nur so Ja, Comedy-Bisse guck mal, vielleicht ist abgesondert das für den hast. einen oder anderen unverständlich, weil in meinem Kopf sehr viel, also ich kann in meinem. In deinem Kopf ist sehr viel Waldschratendünnschiss drin, Bruder. Solltest du echt mal ein Ventil reinkloppen. Nix da. Jo, hörst du Ja. mich dir an? Was kann ich für dich tun? Hörst du mich? Ja. Keine Verwendung für dich. Ich meine, Feng Peng hat ja gute Fragen gestellt, hat ja auch Spaß gemacht mit dem, aber ja, irgendwann mal reicht's ja auch, ne? Er kennt das ja. Ich schmeiß ihn ja ständig raus. Gut, möchte jemand noch hier reinkommen? Ja. Freunde, wenn euch das Format hier gefällt, dann lasst mal ein bisschen Liebe da, Freunde. Für die weißchristliche europäische Welt, die unbedingt Bildung benötigt. Ja, Berwan? Hallo? Berwan! Keine Verwendung für dich. Sorry, hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich, oder? Ich habe dich auch gerade gehört. Was kann ich für dich tun? Alter, das gibt's doch nicht. Dann lösch die App. Hallo? Lösch die App und Hallo? Sorry, deinstalliere. sorry. Oh, komm, komm, komm. Ja. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Was sagst du zu Göbekli Tepe? Soll ja doch über 11.000 Jahre alt sein, die Woher weißt du das? Zivilisation. Ich kann dir darauf akkurat antworten, aber ich werde dir gleich die Antwort in deinen eigenen Sätzen geben, mit deinen eigenen Sätzen. Woher weißt du, dass Göbekli Tepe so alt sein soll? Wikipedia? Moment, sei realistisch jetzt. Woran macht man das fest? Keine Ahnung, ich weiß nicht, da Ausgrabungen, Ja. Rabon. Ja, man hat die sogenannte C14-Methode. Genau. Man hat die sogenannte C14-Methode und mit der Ja. C14-Methode, also was man macht, man hat halt beispielsweise ein Objekt, wie zum Beispiel jetzt von mir aus so eine Tonvase, ja. Und man Genau. hat dieses Objekt, und das sieht jetzt eher aus wie so ein Knofenser aus Pokémon. Auf jeden Fall eine Tonvase von mir aus oder irgendwas anderes, ein Dinosaurierknochen, was auch immer. Und dann misst man den C14-Gehalt im Objekt und vergleicht mit dem C14-Gehalt in der Atmosphäre. Ja. Man hört quasi, ich habe das auch mal gesehen, man hört dieses Klopfen, das kann man also schwer zu beschreiben. Man hat so eine Maschine und man hört so ein Klopfen und für jedes Klopfen, Ich dann kenne weißt du, das, dass, ich kenne das. Ich da bin hast ein du einmal die, Chemielaborant. lass mich ausreden! Da hast du einmal so die Halbwertszeit, ja? So, und dann, aber das Problem ist ja hierbei, dass du nicht weißt, wie der C14-Gehalt damals gewesen ist. Man nimmt ja einfach nur diesen heutigen Wert her, der ja auch noch immer in der heutigen Zeit variiert, ja, und nimmt ihn als repräsentativen Richtwert her, was ja Quatsch ist. Es gibt ein interessantes Buch, Proceedings of the 12. Proceedings of the 12 heißt das Buch. Und Ja. das könnt ihr euch bei Amazon kaufen und dort steht, das ist ein ehemaliges US-amerikanisches Schulbuch und dort steht eine ganz interessante Aussage drinne, nämlich Zitat, ich kann es sogar noch zitieren. Wenn ein C14-Ergebnis nicht mit unserer Ideologie übereinstimmt, schmeißen wir es weg. Das müsst ihr euch Okay. mal geben. Also Wissenschaftler machen immer 30 C14-Tests, okay? Ja. Und nehmen sich dann das Ergebnis raus, was am besten zur eigenen Ideologie passt. Wenn ein C14-Ergebnis nicht mit unserer Ideologie übereinstimmt, schmeißen wir es weg.
Das ist keine Wissenschaft, das ist Propaganda hoch 1000, was sie da machen. Deswegen ist die C14-Methode nichts wert. Du hast ja auch mal, es gab mal einen Mammut in Sibirien, in Russland, in der ehemaligen Sowjetunion. Und die Sowjetunion hat drei verschiedene Labore beauftragt, eine C14-Messung zu vollziehen. Und die hatten drei verschiedene Ergebnisse. Ja. Einmal hat es 9000 Jahre, einmal 13.000 Jahre, ja. Einmal 23.000 Jahre. Was denn jetzt? Da liegen tausende Jahre zwischen. Das heißt also, C14 ist nichts außer Fiktion. Ist absolut fehlerhaft. Ja, aber wie kommen die dann auf 11.000 Jahre? Die sagen ja, die Sphinx soll ja auch älter sein als die Pyramiden. Habe ich dir doch gerade erklärt? Bitte, ja, also bei aller Liebe, du hörst nicht zu. Wir machen 30 Tests. Ja, ja. Ja? 29 davon gefallen denen nicht und ein Test sagen so, ja, passt, nehmen wir. Ja, das heißt also, es ist Propaganda hoch 1000. Wir wissen gar nicht, aus wie alt Göbekli Tepe ist. Das? Bitte? Aus welcher Episode stammt dann Göbekli Tepe? Göbekli Tepe ist, ja. Ist meiner Meinung nach einfach nur ein protosemitisches, eine protosemitische Siedlung gewesen. Relativ unspektakulär. Aus welcher Zeit? Was weiß ich? Das kann 3000 vor Christus sein, kann 4000 vor Christus sein, kann auch 200 vor Christus, was weiß ich? Das wissen wir nicht. Das weiß keiner. Weil da steht kein Datum drauf. Wir wissen, und wir müssen uns das eingestehen, dass wir es nicht wissen. Ja? Ganz einfach. Es ist leider so. Auch wenn es ernüchternd klingt, aber es ist leider, das ist die Realität. Wir können uns selber ja nicht bescheißen. C14-Methode ist fehlerhaft, macht keinen Sinn. Hallo Sienchen, ja. Schön, dass du da bist. Und deswegen, ja. Okay, alles klar, danke. Gerne, mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Gut, Freunde. Stehen Slowaken und Slowenen in engerer Verbindung aufgrund ihres Namens? Das ist schon richtig, ja. Aber man muss sagen, dass diese beiden Begrifflichkeiten Slowak und Slowenen sind ja neumodische Begriffe. Da steht ja nicht wirklich viel Geschichte hinter. Das sind ja künstlich erschaffene Volksschaften. Ja, absolut. Ja, kommt gerne rein. Falls ihr reinkommen möchtet, ein bisschen über Geschichte, über Religion, über Religionswissenschaften reden wollt, gerne. Was ist dann mit Afrikanern und schwarzen Menschen? Obojar und Deslushati. Oh, schön. Was ist mit schwarzen Menschen? Du bist ein sehr intelligenter Mensch. Ich gebe mir Mühe, Bruder, danke dir. Schwarze Menschen stammen von biblischem Ham ab. Also wenn du die Bibel als Gottes Wort betrachtest und auch anerkennst, dann musst du davon ausgehen, dass Ham der Urvater der Schwarzen ist. Ja. Aber auch für diejenigen, die nicht an die Bibel glauben, wir haben ja im alten, antiken Ägypten, das alte, antike Ägypten hieß ja nicht Ägypten. Ja. Ägypten heißt ja nur Ägypten, weil es mal einen Typen gegeben hat, der Ägyptus hieß. Aber Ägyptus war Minoa. Er wurde auf Minoa geboren. Minoa ist heutiges Kreta, Griechenland. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall, Ham hatte einen Sohn gehabt und sein Sohn hieß Kusch. Kusch heißt in der hebräischen Sprache wörtlich schwarz. Und Kusch wurde sogar im, wie gesagt, sogenannten alten Ägypten in Stein gemeißelt. Nämlich auf Steintafeln finden wir seinen Namen, Kusch, der Herrscher Kusch und die Kuschiten, ne, die schwarzen Leute. Man muss aber auch sagen, dass die heutige Wissenschaft einen Unterschied zwischen Nord- und Südägypten macht. Also Südägypten war ein bisschen rückschrittlicher, das waren die sogenannten Nubier. Ja? Nubien. Und das Nordägypten ist nicht gleich Südägypten, ne? Aber beide Formen. Nordägypten hieß ja auch nicht Ägypten, hieß ja Kemet. Okay, ja. Kemet. Okay. Hast du Geschichte studiert? Ich muss mich studieren! Ja. Religionswissenschaften. Hallo. Gerald, Leute auf YouTube babbeln, dass wir in einer Simulation leben. Aufklärung bitte. Wir leben in einer Simulation. Wir leben absolut in einer Simulation. Es macht ja auch nur Sinn. Also es ist doch absolut sinnvoll, dass wir in einer Simulation leben. Wir sind in einer Simulation. Alles andere ergibt doch gar keinen Sinn. Ihr müsst euch das so vorstellen.
Wie kann ich euch das am besten illustrieren? Sagen wir mal, du hast halt, okay, ich mache jetzt einfach mal, also ich mache kein Bildnis von Gott, ich mache jetzt einfach mal so eine Existenz, ja, irgendwie eine Aura, eine Kraft, ein Geistwesen, ein Schöpfer, eine Schöpferenergie, okay? Das ist, sagen wir mal, jetzt Gott. Ihr müsst ja wissen, was ich meine, in etwa. Und Gott schafft seine Matrix, also Gott ist verantwortlich für diese Matrix, in der wir leben. Das ist unsere Matrix. Hier befindet sich die Erde, hier befinden sich die ganzen Dimensionen, Länge, Weite, Höhe, Zeit, ja. Alles befindet sich in dieser Matrix, okay? Und im Rahmen seiner Schöpfung, im Rahmen seiner Matrix, hat er als schöpferische Kraft dieser Matrix, hat er ja auch eine Art Zentralcomputer, mit dem er verbunden ist. Eine Art, ja, metaphorisch gesagt. Das ist ja wie, als wenn du jetzt von mir aus, keine Ahnung, bist Programmierer. Jeder Programmierer weiß, wovon ich rede, ja. Habe ich Kreide an der Nase? Ha, du hast mich verarscht, hör auf mich zu verarschen. Auf jeden Fall, jeder Programmierer weiß, wovon ich rede. Jeder Programmierer weiß, dass du ein Eingabeprotokoll hast, ja. Also beispielsweise, du hast halt so eine Datenbank, wo protokolliert worden ist, was du jemals mal eingegeben hast, ne? Ja? Das ist dein Eingabeprotokoll. Und, ach, das sieht man gar nicht. Moment, Moment. Ja? Also Eingabeprotokoll. Was du jemals mal eingegeben hast, das ist dein Eingabeprotokoll. Und genau so kannst du dir das auch so vorstellen, dass Gott, dass die Schöpferenergie im Rahmen der eigenen Matrix auch eine Art Eingabeprotokoll hat. Ja? Mit jeglichen Taten deinerseits. Mit jeglichen Taten deinerseits. Ob du Sünden begangen hast, was du gemacht hast, ob du gebetet hast. Deswegen kann ja auch Gott jegliche Gebete entgegennehmen, weil er fungiert ja wie eine Art Zentralcomputer. Ein Zentralcomputer kann ja auch alles im selben Moment entgegennehmen, vorausgesetzt, er hat genug RAM. Und wenn wir davon ausgehen, dass Gott genug RAM hat, was ja auch sinnvoll ist und sinnvoll wäre, dann macht das alles Sinn. Deswegen, wir sind in einer Simulation, absolut. Solltest mir ein Whiteboard kaufen. Moment, ich weiß, was du meinst. Du meinst hier das hier, ne? Du meinst so etwas hier. Habe ich doch schon. Aber das ist halt größer. Die Tafel ist größer. Und ich finde, die Tafel hat mehr Stil. Ja, ich finde das geiler, als wenn ich das, weiß nicht, weiß ist irgendwie so komisch. Ich finde das so schwarz geiler, oder? Wie findet ihr das? Ich habe ja ein Whiteboard. Ich habe ja keine Kosten und Mühen gescheut für euch. Die ganzen Einnahmen, die ich hier generiere auf TikTok, davon kaufe ich mir ja nie eine Rolex oder was. Davon investiere ich ja immer hier entweder was für die Streams oder für die YouTube-Arbeit oder so, ne? Die Tafel hat Flair. Ja, so ist besser. Schwarz ist besser. Ja, sag ich doch. Deswegen Whiteboard. Falls das hier irgendwann mal kaputt gehen sollte oder zu viele Kratzer reinkommen sollte, weil ich sehe hier, diese Tafel ist kratzempfindlich leider. Allein schon durch die Tafel kannst, durch die Kreide kannst du hier Kratzer reinmachen. Dann kann es sein, dass ich die irgendwann mal ersetzen muss durch ein Whiteboard, aber Stand jetzt bleiben wir erstmal dabei. Gut. Was sagst du als Jude zum Islam? Führt dich in die ewige Verdammnis? Hi, Wegerald. Nochmal apropos Außerirdische. Ist es für dich Quatsch, weil es für dich schriftlich nicht seit Ewigkeiten festgehalten worden ist oder weil du nie mit sowas Erfahrung hattest? Ja, weil das Fiktion ist, weil das nicht Hand und Fuß haben kann. Weil die Anunnaki, wie die beschrieben werden, die wurden ja nicht so beschrieben. Das, was du hast mit diesen Goldtanken und so, das ist ja Fiktion, das ist ja Science Fiction. Das wurde ja später erst im 20. Jahrhundert in Romanen festgehalten. Die ursprünglichen Textquellen, die mesopotamischen Steintafeln, geben das ja nicht her. Die reden ja nicht von Goldtanken und dann so ein Schwachsinn. Ja, hauptsächlich ist das halt auch jetzt nicht von mir aus, aber im Endeffekt ist doch Gott auch außerirdisch. Oder wohnt Ja, er auf wie der oft habe ich Erde? das schon erzählt, dass die Engel Gott, alles, was ja außerhalb sich der Erde befindet, ist ja außerirdisch in dem Sinne. Aber damit meine ich ja nicht das, was du meinst. Du Ja, aber meinst ich ja meine ja auch nicht buchstäblich, Aliens. irgendwelche Na, Aliens das meine ich da doch oder gar so, nicht. weißt du? Natürlich Nein, das meinst du meine ich das. nicht. Nein, guck mal, ich bin 30 und ich habe vor 15 Jahren als Jugendlicher eine heftige Erfahrung gemacht, wo sich mein Leben 180 Grad gewendet hat. Echt? Und Bist du das sind in die Toilette außergewöhnliche gefallen? Was Erfahrungen passiert? gewesen. Bitte? Ja. Bist du in die Toilette gefallen, oder?
Nein, dazu bin ich zu übergewichtig gewesen. Ja, ich habe außerkörperliche Erfahrungen gemacht, deswegen. Du hast einfach nur Drogen genommen. Nein. Du hast DMT Also ich kann genommen dir oder das auch Ayahuasca. antrainieren, das kann jeder Mensch auch trainieren, an sich aneignen. Ja, bist du Lichtesoteriker? Nein. Okay. Ja, okay, alles gut. Wie macht man das? Hast du so ein Tutorial-Video auf YouTube, wie man das machen kann? Ja, weil du sagtest auch vorher, dass man, als wenn der Mensch sich so krass bescheißen kann. Der Mensch kann sich schon sehr krass bescheißen. Du kannst deinem Körper falsche Informationen geben und dann entfaltest du was anderes, was du noch nie vorher erlebt hast. Was kannst du? Welche außer, also übersinnlichen Fähigkeiten hast du? Übersinnlich, ja. Also, das ist dir wahrscheinlich auch nicht fremd, Astralreisen. Erklär mal. Ja, also, das ist damals so gewesen. Also, ich erkläre dir einfach so, wie man es machen kann. Das ist so, du darfst dich nicht bewegen im Bett, während du liegst, ja. Bei mir geht das immer nach 30 Minuten. Du musst halt innerlich im Kopf wach sein, also nicht die Intention haben, wirklich einschlafen zu wollen. Und das ist ganz simpel. Und dann die Vorstufe davon. Sagen Leute immer, das ist eine Schlafparalyse. Kennst du das? Wenn Leute berichten, dass sie der Körper, also du bist wach, aber der Körper ist wie ein Stein da und du kannst dich nicht bewegen. Kennst du doch, ne? Ja. Und das ist die Vorstufe. Aber viele strecken sich ab und gehen nicht weiter hinaus. Ach so. Guck mal, du langsam, weil es mich so sehr, ich muss ja schon meine Kreide fressen, um mich zu entertainen. Ja, weil dir das auch wieder Science Fiction ist. Aber ich komme dir mit, ich kann dich dahin zu treiben, dass du das wirklich auch kannst. Ja, klar. Kann ich dann irgendwann mal fliegen? Ja, komm. Fliegen kann jeder. Verwendung für dich. Kreide ist essbar. Kreide ist in kleinen Mengen. Unproblematisch. Ich weiß noch damals, wo ich klein war, da hat der Lehrer, der Mathelehrer, hat aber so richtig fett reingebissen an meinen Kreide und wir waren alle so: Nein, was machen Sie denn da? Sie sterben! Da hat uns erstmal erklärt, dass Kreide essbar ist. Man sollte jetzt keine Berge davon essen, aber es ist unproblematisch. Ja. Aber Jo, kannst du diskutieren, ohne dass du rausschmeißt? ja, Kannst du sowas? wenn du nicht Guck mal, beleidigst, du dann kann ich das kennst mich. machen. Du hast mich letztens ohne. Halt's mal, du nervst mich, du bist Junge, gestört, du hast du Antworten. störst mich, du hast Komplexe, du bist nicht, du kommst nicht an mein Eiri, kommst du nicht, und ich habe keine Verwendung für dich. Mit vernünftigen Menschen rede ich gerne, mit so unerzogenen, unverschämten Wüstenschraten nicht. Gottes Segen, mein Lieber. Ja, dir auch, danke dir. Wer ist doch Gott? Für mich Jesus Christus. Amen. Ja, absolut. Für dich auch? Aber selbstverständlich. Sag Amen. Amen. Du bist ja messianischer Jude, ne? So Ja, ungefähr. ich hab die Göttlichkeit von Christus anerkannt. Das macht mich zum Christen, genau. Das war doch die Frage, oder nicht? Ich bin jetzt da. Und ich sage euch, nur Jesus kann euch retten. Ja. Richtig? Absolut. Wir haben ja, die Beweislast ist ja eindeutig. Und wir sehen, dass wir außer theologische Beweise haben wir nur über Jesus. Wir haben über Genau, schreib weiter 500, bitte. Ey, du bist so gut, Bruder. wir haben 500 Augenzeugenberichte über Jesus. Richtig. Wir haben gleichzeitig aber über Mohammed, Mohammed, ja. Shiva, über wie sie alle heißen. Okay, Buddha haben wir, aber Buddha nur über den historischen. Nee, mach Auf jeden weiter, mach Fall weiter, war gut. War gut. über die ganzen, von mir aus auch Brahma, wie sie alle heißen, diese ganzen Unholde, haben wir null. Wir haben nichts. Okay, das Kennst heißt, wir haben du über Jesus Buddha? 500 Ja. nicht-christliche Haben wir. Belege. Und über die ganzen anderen Pseudopropheten und Pseudogottheiten haben wir einfach gar nichts. Okay? Also Kennst es gibt du nichts außer Islamisches Barnabas? über Kennst du Mohammed. Barnabas Evangelium, wer das geschrieben hat? Das ist ja eine gnostische Schrift, die ist ja nicht legitim. Genau. Das machen Barnabas die Muslime Evangelium. ja groß, Ja, weil, genau, ich ne? weiß. Die nehmen das ja sehr, sehr gerne hin. Die Moslems reden ja häufig über das Barnabas Evangelium, was ja gar nicht Bibelkanon ist, was ja recht spät verfasst worden ist. So sieht's aus.
Die sagen zu uns, Rebecca war drei und ne, so eine Ja. Geschichten und so, Bruder, du weißt, was ich meine. Ich weiß, aber selbst wenn, guck mal, Rebecca war nicht rein, aber selbst wenn sie es wäre, sagen wir ja nicht, dass ihr Ehemann der beste Mensch ist, der je gelebt hat. Aber sie sagen das ja über Mohammed, das ist ja der Riesenunterschied. Oh. Aisha war no 6 und dann hat er sie gerettet mit 9 und so weiter. Genau. Ja, muss man so. Absolut. Ja, das stimmt. So, danke dir für Rebecca deinen war auch Beitrag, nicht Junge. 11. Ey, hier schreibt einer, Rebecca war 11, stimmt auch nicht. Es steht keine Jahreszahl für Rebecca in der Bibel. Da steht, dass es sie eine junge Frau war, die Krüge, ne, also Wasserkrüge getragen hat, mehr nicht. Da steht keine Jahreszahl. Absolut. Alles Bin ich klar, da mein Junge. richtig? Bin ich da richtig? Du liegst richtig. Danke dir, mein lieber Mikey. Schönen Abend noch. Danke dir, mein lieber Glaubensbruder. Nächster. Servus, Bruder. Hallo, Nihat. Ich wollte dir sagen, ich glaube, wenn du die Toilette verlässt, es riecht brutal. Ich glaube, du Bestimmt, siehst bestimmt. so aus. Du nicht, du nicht. Wenn du die Toilette verlässt, wie riecht's denn? Willst du mir erzählen, dass aus deinem Arsch nur Vanillesoße rauskommt oder was? Komm, erzähl doch keinen. Wenn du erstmal übelst am Abseilen bist, Alter, dann kann man die ganze Region gar nicht mehr betreten, dann ist es radioaktiv verseucht. Deswegen erzählen wir doch nichts. Mal wieder sehr geistreich, mal wieder sieht man hier den Unterschied, wenn Deutsche reinkommen beispielsweise oder Serben oder Kroaten oder Polen oder was auch immer. Was für ein Niveau die mitbringen und was für ein Niveau die ganzen Wüstenschraten mitbringen. Ne? Immer wieder das Neue. Ja, typisch. Ne? Ja, sehr typisch. Ja. Hallo, ich bin Lena. Ja, was kann ich für dich tun? Glaubst du, dass Gott Leben auf anderen Welten, Planeten erschaffen hat? Nein, ich glaube persönlich nicht daran. Warum? Was hindert dich da? Was hindert dich daran zu glauben? Ja, weil ich brauche Beweise. Ich kann ja nicht einfach sagen, ja, ich gehe halt einfach mal davon aus. Ich möchte Beweise haben. Okay. Und Gott hat ja, denkst du, dass das Universum unendlich ist, wie man es sagt? Ich persönlich glaube nicht, dass es unendlich ist, nein. Also Aber denkst du, dass ich kann es auch, ich kann es aber auch gänzlich nicht ausschließen, okay? Okay. Ja. Wir hatten ja den Plan. Rebecca braucht eine C14-Datierung. Ja. Gott, die Muslime. Nee, der Feng Peng, wie auch immer er heißt, hat ja vorher über irgendwelche übernatürlichen Phänomene gesprochen, Schlafparalysen. Die Menschen müssen sich bewusst sein, dass es sowohl eine physische Welt gibt, als auch eine geistliche Welt. Das ist ein Fakt. Und Schlafparalysen, also viele der Berichte, haben berichtet, dass sie irgendwelche Gestalten gesehen Ja, haben. okay, jetzt wird's interessant. Ja. Mein lieber Apologet, ich danke dir, ich muss dich jetzt, also ich meine es nicht böse, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Du kannst vielleicht gerne nochmal gleich reinkommen, aber du hast jetzt so ein Fass geöffnet und ich muss jetzt erstmal ein bisschen weiter ausholen. Es muss jetzt wieder die Gerald Belkason Show werden. Tut mir echt leid, Mann, ich gar nicht böse. Ich bin auch kein Egozentriker, es geht auch nicht um mich persönlich, ich müsste einfach nur vom Stapel lassen, bevor ich es gleich wieder vergesse. Also, meiner Meinung nach, die Matrix, damit meine ich nicht den Film, die Matrix, du hast mehrere Dimensionen. Du hast Länge, Weite, Höhe, Zeit und dann hast du, wie ich finde, auch noch eine fünfte. Und lasst es mich bitte ausführen, bevor ihr gleich wieder lacht oder was. Die Geisterwelt. Die Geisterwelt ist, wie ich finde, die fünfte Dimension. Also, du hast Länge, Weite, Höhe, Zeit und Geisterwelt. Das heißt also, ich erkläre jetzt auch mal kurz, warum ich das glaube. Warum ich davon auch felsenfest von überzeugt bin. Ihr kennt mich ja, ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker, ich bin auch kein
wie nennt man das, Esoteriker oder New Age-Pisse oder, ich glaube ja an diesen Quatsch nicht, ja. Ich bin ja faktenbasiert, evidenzbasiert, ich liebe es ja. Aber schon, Freunde, wir haben Folgendes. Wir haben, es gibt bestimmte Drogen, beispielsweise DMT oder auch, wie wird das geschrieben, Ayahuasca heißt das, glaube ich, so in der Art. So genau weiß ich nicht, ich kenne mich mit Drogen nicht aus, aber es gibt auch eine Droge, die so heißen soll. Da hast du noch ein paar andere. Auf jeden Fall hast du Drogen und das Krasse bei diesen Drogen ist, du kannst im selben Raum sein. Im selben Raum sein kannst du mit jemand anderem und ihr nehmt beide dieselbe Droge und ihr taucht ein in einen Paralleluniversums-Scheiß und ihr seht dieselben Gottheiten. Kam schon heute, da gibt es so viele Berichte zu, wie Freunde, das ist gang und gäbe bei Junkies, ja, bei irgendwelchen Schamanen, linken Esoterikerspinnern, die machen das ständig in Gruppen. Dann gehen sie, tauchen sie ein und sehen dieselben Gottheiten. Sie sehen häufig, wie es beschrieben wird, sehen sie häufig so aus. Also ich male sie jetzt sehr grob. Sehr grob male ich sie. Sie werden häufig beschrieben, dass sie mehrere Gesichter haben. Okay? Deswegen gibt es ja auch diese hinduistische Gottheit Brahma mit 3 Köpfen beispielsweise. Oder auch mit 8 Armen und so weiter. Luzifer in der Bibel ist ein Cherub. Ein Cherub. Cherub sind in der Bibel bestimmte Engelsarten. Johann hat gerade ein 2-Monat-Abo. Oh, Johann, danke dir, mein lieber Johann. Episch von dir. Vielen, vielen Dank. Willkommen bei den Sichlern, Johann. Also, Luzifer, Cherub. Cherub, die Cherubim, haben 3 Gesichter. Das ist krass. Also du kannst Drogen nehmen, du kannst mit deinem besten Kumpel in einem Raum sein, du siehst irgendwelche Gottheiten, die antworten dir auch. Du kannst denen Fragen stellen und sie antworten dir auch. Das heißt, sie haben ein eigenes Unterbewusstsein, es ist eine eigenständige Existenz. Mit 3 Gesichtern. Laut Bibel hat Luzifer, der ein Cherub war, das ist eine Engelsart, 3 Gesichter. Das heißt also, wir leben ja, laut Bibel ist ja die Welt dem Teufel übergeben worden. Das heißt also, dass sich Gott in der heutigen Zeit gesprochen, hat sich Gott aus der Welt zurückgezogen. Er ist nicht mehr da. Das heißt also, die Geisterwelt ist voller gefallener Engel, Dämonen und dem Teufel selber auch. Das ist der Grund, warum sie dich immer zu Bösem verleiten. Warum Junkies immer Faulenzer sind. Warum sie immer so nichtstun sind. In der Bibel steht, wer nicht arbeiten will, verdient es nichts zu essen. Wir sollen fleißig sein. Wir sollen was darstellen. Wir sollen Werte haben. Wir sollen einen regelmäßigen Tag haben. Wir sollen Einkommen generieren. Wir müssen fleißig sein. Wir müssen gut sein. Junkies hingegen chillen ihre Eier ab und sagen, und es sagen, das ist auch genau das, was diese Gottheiten denen ständig eintrichtern wollen. Warum bemühst du dich so? Entspann dich, guck mal, wie schön das alles hier ist. Dann geben sie denen ein schönes Gefühl quasi. Okay? Das ist alles. Man muss sich halt die Frage stellen, diejenigen, die sich als Kritiker outen, die sagen, ja, das ist ein bisschen unseriös. Hier hat auch jemand geschrieben, das mit Evolutionstheorie war noch geil, aber das jetzt hier und Lachsmiley. Okay, du musst dir aber die Frage stellen, mein Lieber. Bleib mal einmal realistisch. Du hast 2 Menschen im selben Raum, die nehmen beide die Droge. Die nehmen beide diese Droge, wie sie auch immer ausschaut, ist ja auch egal. Und sie beide gehen in Trance und sehen eine Gottheit mit 3 Gesichtern. Und sie sehen dasselbe und sie antwortet und sie kann sprechen mit denen. Warum ist das so? Warum ist das so? Komm, wir Gerald, nehmen wir zusammen. Niemals. Habe ich zu viel Respekt vor, leider. Warte, ich muss das ein bisschen verschieben. So. Also, du hast 2 separate Wesen im selben Raum, die nehmen eine Droge und sie gehen beide in die Trance-Welt, träumen und sehen dieselbe dreiköpfige Gottheit, die auch mit denen spricht.
Das kann jeder von euch machen. Das kann jeder von euch machen. Jeder von euch kann das machen. Falls, also ich kann ja nicht zur Illegalität aufrufen, aber falls das bei euch in eurer Gegend legal sein sollte, besorgt euch die Droge, nehmt euch euren besten Freund mit ins Gespann und probiert's aus. Und das ist der Wahnsinn. Und das ist echt krass. Und ich habe mich lange damit beschäftigt. Und ich habe mir die Frage genommen. Habe mir die Frage gestellt. Warum ist das so? Warum ist das so? Auch bei Pilzen ist es manchmal so. Ja, das stimmt. Und eine andere logische Erklärung fällt mir persönlich nicht ein. Euch etwa? Mir nicht. Deswegen, es muss ja diese Theorie der fünften Dimension geben, was die Geisterwelt darstellt. Was anderes macht doch keinen Sinn. Oder hast du ein Gegenmodell? Wenn du was anderes hast, dann gib her. Aber ich habe nichts anderes und du auch nicht. Du müsstest mal nehmen, um zu analysieren. Ich weiß nicht, ob ich das machen möchte. Ich weiß wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt sehen will. Ich weiß es nicht. Das Krasse ist, Freunde, das Krasse ist, ihr seht es ja nicht nur, sondern ihr hört sie auch. Das sind ganz grausame Laute. Es gibt ja diese Fakes, also nicht Fakes, sondern diese Simulationen. Gebt mal auf YouTube, ich mache das jetzt mal mit euch zusammen. DMT Trip Simulation. Okay? Gebt mal ein. BMT Trip Simulation. Und da habt ihr hier von Leuten, die das kennen, die das durchgemacht haben, habt ihr hier so Videos, wie das in etwa klingt und wie das in etwa ausschaut. Das ist krass, das ist krass. Und teilweise sieht man so richtige Monster und alles, ja. So irgendwelche mit mehreren, hier, das ist das, was ich meine. Schaut euch mal an, so diese mehreren Gesichter und alles. Typische Cherubim, Alter. Das ist echt nicht normal, das kann nicht gut sein. Und vor allem, warum sehen alle dasselbe? Und warum kann man mit diesen Scheißgottheiten sprechen? Okay, Freunde. Lass es, du siehst monströse Kreaturen, die auf dich zulaufen oder sonst was an der Decke krabbeln. Ja, ich werde es auf jeden Fall nicht machen. Ich werde es auf jeden Fall nicht machen. Aber wie gesagt, es ist eben nicht so, dass der eine irgendwie von menschenfressenden Sesseln träumt und der wiederum andere von irgendwelchen besessenen Kerzen stellt, dass jeder seinen eigenen Traum hat, sondern man sieht, dass die dasselbe sehen. Es sind zwei separate Menschen, die dasselbe sehen. Und das ist der Wahnsinn. Und spätestens da muss jeder mal sich die Frage stellen, warum ist das so und kann man das irgendwie seriös beantworten? Du kannst es nicht seriös beantworten. Du musst in diese Unseriösität gehen. Du musst solche Begriffe wie Geisterwelt in den Mund nehmen. Auch wenn es unseriös wirkt, aber was anderes bleibt dir doch gar nicht übrig. Weil wie willst du das denn sonst benennen? Ist doch Quatsch. Ich versuche ja auch nur Sinn zu finden in dem Ganzen. Das hat mich ja auch lange Zeit verwirrt. Jo. Ja, ich nehme jetzt noch mal kurz den Apologeten auch mit rein. Ja. Guck mal, Evidenz basiert ja für dich nur auf Festhaltung durch Schriften und so, aber selbst erfahren hast du ja nichts. Guck mal, ich komme dir ja ernst entgegen und möchte, und du möchtest das halt für lachhaft abstempeln. Was halt lachhaft ein ziemlich schwaches Attribut ist. Ich kann dir aber die Evidenz garantieren an dir selbst, aber du lehnst ab. Und das halte ich auch für unintelligent bei dir. Obwohl du sehr intelligent bist. Aber warum? Ich muss doch nicht die fünfte Dimension betreten wollen. Warum lässt du mich nicht einfach... Nein, musst du nicht. Dimension? Aber ich erzähle dir was und du stempelst das für nicht wahr ab. Obwohl ich selber damit Erfahrung habe, seit 15 Jahren. Aber was hast du denn erfahren? Und das, was du beschreibst, ja, das ist möglich, also durch DMT, ja. Aber das, was ich mache, das ist halt durch nichts nehmen. Und ich wurde damit konfrontiert, weil ich ein bestimmtes Musikstück gehört habe. Und dieses Lied werde ich auch nie wieder in meinem Leben hören. Das war von Tupac Gangster Party, bevor das bei mir eingetreten ist, passiert ist. Und was hat dieses Musikstück bei dir getriggert? Wahrscheinlich irgendwelche Frequenzen, die dort dann geboostet worden sind, was mich dann halt komplett rausgeschmissen hat. Ja. Yeah. Was war auch da? Wie würdest du das logisch erklären? Wieso das passiert, oder was meinst du? Ja. Das ist eine gute Frage. Bei mir ist das halt einfach passiert und unerklärlich.
Also und ich dachte, ich sei verrückt, weil ich in dieser Schlafparalyse war. Die Schlafparalyse ist einfach, du bist in einem Wachzustand im Kopf, aber dein Körper bewegt sich nicht. Also der ist wie eingeschlafen. Und das ist dieser, ja, so gesehen wie Wach-Schlafzustand. Und viele kommen dann aus dieser Situation nicht raus und dann bilden sie sich eine Panik vor. Und diese Panik ist so krass, dass sie vielleicht irgendwas sehen oder was, oder die denken, jemand ist im Raum auch. Und bei mir ist das so, ich hab das aber dann rausgeschafft, weil ich mir einfach vorgestellt habe, wie ich mit meinem Energiekörper mich Okay, mit einem Seil auf mach meinen. mal kurz die Augen zu und konzentriere dich. Sag uns, was du siehst. Erklären. Darf ich mir mal Der ist nochmal. wirklich rausgegangen, der ist wirklich komplett rausgegangen. Aber ich wollte doch nur, dass er sich einmal kurz konzentriert und sieht und was er sieht und uns mitteilt. Darf ich mich mal auf deine Erklärung beziehen Ja. bezüglich der Droge? Wir Menschen sehen ja die Geisterwelt nicht. Wir befinden uns Moment, mir mit schreibt hier, unseren. das war's, ich komme nie wieder hier rein. Wegen Gangster-Party von Dubai. Oh Mann, warum reagieren die Wüstenschraten nicht so allergisch auf das Lied? Dann würden das an jeder Grenze spielen. Okay, Bruder. Ja, bitte. Also wir sehen ja nicht alles. Wir sehen ja auf einer Ge Ja, bitte. Okay. Also, wir sind ja auf einer bestimmten Frequenz. Und ich glaube, diese Droge, die bringt dich halt auf eine andere Frequenz, auf eine andere Dimension, wo du dann solche Sachen siehst. Weil die Dämonen sind ja um uns, wir sehen sie ja einfach nicht. Die Geister sind ja da, wir sehen sie einfach nicht. Und wenn man halt so Sachen konsumiert, begibt man sich eben auf diese Frequenz und sieht dann diese Wesen, die rumkrabbeln. Es kann ja eine Illusion sein, aber das ist eine Theorie, die plausibel Okay, wirkt. also wir haben ja, und das habe ich, das hat mir auch, das hat auch dieser Joe Rogan gesagt, kennt ihr diesen Joe Rogan, den Podcaster? Und das habe ich auch später auch so ein bisschen recherchiert und scheinbar ergibt es auch ein bisschen Sinn. Also das ist jetzt mal das Gehirn so von oben betrachtet, so, ne? Sagen wir, das ist so das Gehirn. Wenn du das Gehirn so hier in der Mitte einmal durchschneiden würdest und so von der Seite drauf schauen würdest, dann würde es in etwa so ausschauen wie das jetzt hier, ne? Und das ist ja auch so, ich hab ein bisschen schäbig gemalt, aber das ist so in etwa so das Auge von Horus, sagen viele, ja. Und das sieht halt aus wie das Auge von Horus, und das ist auch gleichzeitig die Zirbeldrüse, und die ist aber bei den meisten Menschen irgendwie verkalkt, und deswegen, du kannst sie halt nicht wirklich abrufen, du hast sie nicht mehr wirklich im Betrieb, dementsprechend kannst du nicht mehr in die Geisterwelt eintauchen, ja. Das ist so die Schlussfolgerung, wie seriös das Ganze jetzt ist, kann ich, wie gesagt, gar nicht bewerten, weil ich ja noch nie damit zu tun hatte, ja. Will ich auch gar nicht. So oder so ist das so die Begründung. Ja, und dann kann es sein, dass bestimmte Frequenzen, diese Zirbeldrüse, die verkalkt ist, irgendwie dann doch wieder in die richtige Bahn triggern, und dann kannst du dann doch irgendwie in die Geisterwelt eintauchen und siehst dann irgendwann wieder diese ganzen Gestalten. Jetzt stell dir mal vor, es ist nur Brainstorming, okay? Ich habe keine abschließende Meinung diesbezüglich. Aber stell dir mal vor, das stimmt alles. Und jetzt in diesem Augenblick, auch bei euch, auch bei mir hier, ist dieses Zimmer voller Dämonen, voller gefallener Engel, voller böser Geister. Aber ich sehe sie nicht, weil meine Zirbeldrüse nicht funktioniert. Stellt euch mal so vor, das wäre schon eine heftige Vorstellung so. Auch bei euch, so in diesem Augenblick sind irgendwelche Dämonen, die mit ganz komischen Fratzen und ganz langen Fingern so irgendwie ganz ekelhafte Gestalten, ja, und würden euch am liebsten aufschlitzen und in die Hölle werfen, ja. Keine Ahnung, wer weiß das schon? Wisst, also ich meine, wie gesagt, ich habe da schon eine gewisse Vorahnung, eine Vermutung aufgrund der Tatsache, dass, wie gesagt, zwei Leute im selben Raum dasselbe sehen, wenn sie Drogen nehmen. Aber abschließend geklärt ist es halt leider nicht. Wissen wir nicht. Aber das ist schon eine heftige Vorstellung. Freunde, ich habe heute den Spaß meines Lebens. Ich glaube, wir hatten noch nie so einen geilen Stream wie heute Abend, Freunde. Wirklich jetzt. Deswegen, Freunde, liken, teilen, teilen, liken. Wie geil ist dieser Stream heute? Das macht so viel Spaß. Also ich Ja? glaube, das ist halt ein Schutzmechanismus, dass
der uns Gott gegeben hat. Weil wenn wir alles sehen würden, dann würden wir gar nicht leben. Also stell dir vor, du siehst 100 Dämonen in einem Raum, du würdest vor Angst sterben. Ja, genau, genau, genau. Weil damals in der Bibel steht ja, guck mal, ich mache euch mal hier eine Zeitspur. In der Bibel steht ja, sagen wir mal jetzt hier, das ist so die Zeitspur. Hier ist Null, hier ist Schöpfung und hier haben wir jetzt halt unser Zeitalter, also 2024 nach Christus. Nach Christus. Okay, Moment, sieht man nicht perfekt, Augenblick. So, okay, und irgendwo in der Zeit, so beschreibt es ja die Bibel, irgendwo mitten auf dem Weg oder so, nach einem Viertel oder was, hat sich ja Gott zurückgezogen. Okay? Oh, das ist ein bisschen zu spiegelig. Freunde, ich kann es halt nicht ändern. Ich habe halt meine Beleuchtung, bringt ja auch nichts, wenn ich... Ich kann es vielleicht ein bisschen dunkler machen, Augenblick. Wenn ich es dunkler mache, bringt das was? Ja, schon so, ne? Oh, ein bisschen besser. Auf jeden Fall, hier hat sich Gott zurückgezogen. Freunde, ist es so besser oder davor? Ist es heller besser oder dunkler besser? Sagt es mir. Nicht, dass die allgemeine Bildqualität zu sehr drunter leidet, weil dann lohnt sich das nicht. Meine Zirbeldrüse ist offen, dank Tupac. Dunkler, besser. Okay, jetzt ist es besser, sehr schön. Hier hat sich Gott zurückgezogen. Das heißt also, wenn das stimmen sollte, ja, dann und wir sind ja als Christen so, dass wir ja Gott vertrauen, dann ist ja in diesem Zeitfenster, war ja noch alles super. Dann war ja die fünfte Dimension, das ist wie gesagt alles nur Brainstorming. Bis hierhin war ja die fünfte Dimension noch super. Die war ja dann voller Engel, voller Gott selber war ja auch noch in der Welt. Deswegen hat ja auch Noah physischen, also auch richtig mit ihm sprechen können, die ganzen alttestamentlichen Geschichten. Die Leute konnten noch mit dem Herrn sprechen. Irgendwann hat er sich zurückgezogen und ab hier beginnt dann das Zeitalter des Grauens bis zum heutigen Tage, bis zum Ende der Welt, weil sich Gott zurückgezogen hat. Also die Geisterwelt ist nicht mehr voller Engel, sondern voller gefallener Engel. Also das, was wir damals, deswegen war das vielleicht so konzipiert, dass wir die Geisterwelt durchaus sehen konnten und mittels Geisterwelt hat Gott auch mit den Menschen gesprochen, kann ja sein. Aber eben nachdem er sich zurückgezogen hat, eben nicht mehr. Er hat sich selber und die Engel weggenommen und jetzt verbleiben halt nur noch diese gefallenen, diese dunklen Geister, die uns hier in der Geisterwelt begegnen, wenn wir sie denn betreten. Ja? Das ist ja das Krasse. Deswegen sagt man ja auch immer dem Teufel, die Seele verkauft und so. Würde mich nicht wundern, wenn es bestimmte Rituale gibt und so weiter. Ne? Das ist schon der Wahnsinn. Deswegen Menschen damals, heute sind Menschen ja im Durchschnitt, sagen wir mal, also ein Mann, ja. Ein Mann ist im Durchschnitt, sagen wir mal, 1,80 groß, ja, 180 Zentimeter. Ja? Aber wir haben ja Funde, und das beschreibt ja auch genau so die Bibel, dass die Menschheit damals größer war. Ja? Und wir haben diese Funde ja auch damals bis zu 4 Meter. Bis zu 4 Meter. Klingt unglaubwürdig, aber schaut euch mal an. Es gab mal einen ganz bekannten Fall. Nirvana. In Nirvana gibt's ein Museum. Im Nirvana gibt es ein Museum und da sollte eigentlich mal eine Riesenausstellung stattfinden mit den ganzen Riesen, die man gefunden hat. Ja, aber ein Museum hat gesagt, nö, wollen wir nicht. Also das war denen nicht interessant genug, ganz einfach. Inwiefern kann das nicht interessant sein? Das ist der Wahnsinn. Ja? Also, es gibt diese Funde, die sind absolut in Stein gemeißelt. Ihr wisst, ich bin kein Quacksalber, ich bin nur faktenbasiert. Ja, es gibt übertrieben viele Funde von Riesen. Ja, die gibt es zweifelsohne. Ja, so. Das heißt also, wenn wir damals wirklich so groß gewesen sind, dann hatten wir auch, wir waren auch vom Volumen her größer. Wir waren auch vom Volumen her größer. Wir hatten auch dementsprechend größere Hirne gehabt. Wir hatten dann, wie gesagt, ich habe kein abschließendes Urteil. Ich brainstorme nur laut mit euch zusammen hier, weil wir ein geiles Gespräch führen. Ja. Dann war ja auch die sogenannte Zirbeldrüse war dann auch größer. Okay, das Gehirn war größer, die Zirbeldrüse war größer, die Hormone, die dadurch ausgeschüttet hätten werden können, waren intensiver und auch mehr von der Menge her. Und dann konnte man in die Geisterwelt reinschauen mit dem dritten Auge. Scheinbar. Keine Ahnung, ob das so ist, aber es könnte, also es würde ja irgendwo Sinn ergeben. Ja. Aber da wir jetzt klein sind, nicht mehr 4 Meter groß, sondern nur noch 1,80 groß sind, ja, kommen wir nicht mehr an diese Ausschüttung ran, die es halt benötigt, um in die Geisterwelt mit dem dritten Auge einzutauchen.
Also von der Sinnhaftigkeit her erkenne ich da schon eine gewisse Logik hinter. Wie gesagt, ich stehe nicht komplett hinter, ich brainstorme nur laut, ich habe noch kein abschließendes Urteil. Aber ich bin der Meinung, dass das alles gar nicht mal so unabwegig ist, oder nicht? Wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, so von der chronologischen Schlussfolgerung her, hat das doch ein bisschen Hand und Fuß, oder nicht? Ja. Ja, also wir wissen ja, in der Bibel ist jeglicher Kontakt mit diesen Geistern verboten, strengstens verboten. Im Alten Testament, also in den Büchern Moses, wird das sogar mit dem Tode bestraft. Mit Also, dem Tode wird das, mit dem Geschlechtsverkehr mit Tieren wird bestraft, ja. Entschuldigung, dass ich solche Begrifflichkeiten erwähne. Ja, es wird hart bestraft, ja. Und mit solchen Wesen zu tun zu haben, sollte man lieber nicht. Weil zum Beispiel jemand, deren Großeltern das erlebt haben, einen Exorzismus in der Kirche. Ich bin vor der Konfession serbisch-orthodox. Und wenn du so etwas erlebst, da kam eine Frau, ganz normal. Und da fing sie an, rumzuschreien, zu reden, aber nicht in einer normalen Stimme, sondern in einer Stimme, einer tiefen, das kann man nicht mehr als männlich bezeichnen, es war grässlich. Und wenn man so etwas erlebt hat, dann muss man sich nicht mal darüber Gedanken machen, irgendwelche Drogen zu nehmen und das zu erleben. Man soll sich davor fernhalten, weil mit dem Teufel darfst du keine Spiele spielen. Der Teufel ist tausendmal intelligenter als du. Und Jesus sagt ja, man kann das nur mit Fasten und Beten besiegen. Den Teufel kannst du aus eigener Hand nicht besiegen. Nur mit Hier Gott. gibt es ja auch ein paar Kritiker, wie zum Beispiel hier den werten Wilhelm, der ja auch ein Sichler ist. Randy TF, oh, vielen Dank für dein Abo. Randy ist jetzt auch ein Ehrensichler geworden. Vielen, vielen Dank. Willkommen bei den Ehrensichler. Wollt ihr auch ein Teil der Ehrensichler-Crew werden? Dann könnt ihr das auch machen mit dem Abo, ja, welches man jederzeit kündigen kann. Ist ja kein echtes Abo. Aber ich will noch mal kurz was sagen, weil der Wilhelm hat ja auch gesagt, so dass ich glaube nicht, dass es Riesen gibt. Google mal Irish Giant oder Alaska Giant, ja. Das sind echte Bilder, echte Fotos sind das, ja. Im Vergleich so, wie ein Mensch mickrig wirkt. Das sind echte Ausgrabungen davon. Darüber haben echte Nachrichtenportale berichtet. Die kannst du dir in bestimmten Museen anschauen, ja. Also Riesen sind absolut wasserdicht. Jeder, der es leugnet, dass es mal Riesen gegeben hat und dass man keine Riesen gefunden hat, der ist realitätsfern, ja. Wie diese Riesen, wie du sie jetzt nennen möchtest und wie sie zustande gekommen sind, das ist hier wieder eine andere Frage. Ja? Darüber können wir in der zweiten Instanz sprechen. Aber einig müssen wir auf jeden Fall, wir müssen uns auf jeden Fall einig sein, dass es sie gegeben hat, weil da gibt es gar keine Zweifel, ne? Das widerlegt auch die Evolutionstheorie, weil die Evolutionstheorie lehrt ja, dass der Mensch klein war und größer wurde. Und das beweist ja auch das Gegenteil. 4 Meter große Menschen. Ja, es gab archäologische Funde, große Schädel, große Knochen, Beinknochen. Auch in der Türkei hat man da auch etwas gefunden. Aber das wird ja von Mainstream nicht akzeptiert, weil das eben dem Mainstream-Modell der Evolutionstheorie widerspricht. Und das Ja, will genau. man ja. Und wie gesagt, da kommen wir wieder zurück auf die Aussage von dem Buch Proceedings of the 12. Wenn ein C14-Ergebnis nicht mit unserer Theorie übereinstimmt, schmeißen wir es weg. Ne? Ganz einfach. So, ich habe einen neuen Geist hier reingeholt. Hallo Erich. Grüß dich. Servus. Ja, hallo. Alles klar bei euch? Ja, kann mich nicht beklagen. Alles gut. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, DMT, das strahlst du ja bei der Geburt aus, wenn du träumst Genau. und wenn du stirbst. In einer geringen Menge, aber In du einer kannst ganz halt geringen Menge, boosten. ganz genau, Und du kannst richtig. halt boosten, also künstlich boosten, und dann scheinbar sorgt dieser künstliche Boost dafür, dass du dann bestimmte Sachen siehst, die du so nicht siehst, ja. Und das ist dann die Frage, Richtig. warum ist das so? Ja, genau, das ist die Frage, das weiß ich nicht. Ja. Das kann ich nicht beurteilen, oder kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Mhm. Ja, Fakt ist auf jeden Fall, dass die im Amazonas ja früher das hauptsächlich eigentlich genommen haben und die Könige, quasi das Buffo nennt sich das auch, das Frostsekret, das ist ja der einzigste Lebewesen, wo das Sekret auf dem Rücken trägt. Das tut man abschaben, dann raucht man das und dann kommt man auch in die Geisterwelt rein. Und da haben die Gute Nacht, Eva. Schlaf schön, Eva. Gute Nacht. Schön, dass du mit dabei gewesen bist. dann haben die Die haben ja sehen können, wann jetzt die Regenzeit ist oder nicht. Und somit haben sie ja mit anderen Dimensionen und mit Göttern kommunizieren können. So schreiben sie es. Ja. Ja. Also da muss ja irgendwas dran sein, wo man,
ja, wo man, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, in die Zukunft teilweise schauen kann oder mit Göttern so kommunizieren kann, dass man ja in die Zukunft sagen kann. Ja, kann gut sein, ja. Okay, ja, danke, lieber Erich, danke für deinen Beitrag. Ja. Apologet, hast du noch was oder war es das? Ja, ich glaube, ich sollte jetzt auch schlafen, weil okay. Morgen Arbeit. Alles klar. Dann schlaf schon, mein Bester. Mach's gut. Hallo, mein Lieber. Ja, was kann ich für dich tun? So, erstmal sage ich dir über die Riesen, ja? Das steht auch in der Bibel drin, dass es Riesen gab. In die ja, das weiß ich doch. Die Nephilim, ja? Ja, genau. Und das ist ja kein Gute Zeichen. Nacht, Simon. Mach's gut. Wie du weißt, du glaubst ja selber an Jesus, hast du selber gesagt. Ja. Und glaubst du auch an die drei Einigkeiten? Ja. Also auch den Heiligen Geist? Ja. Und siehst du. Und dadurch weißt du auch, dass die geistige Welt kannst du auch ohne Drogen sehen. Weißt du das? Gott spricht auch über die Gaben. Mann, wie willst du denn Geister sehen? Ich sag dir das doch. Über diese geistige Gaben, was Gott dir gibt. Aber da musst du sehr, sehr, sehr viel wachsen in Jesus. Weißt du, was ich meine? Das hat doch gar nichts damit zu tun, wie viele Leute ich kenne, die sind super Christen und sind in Jesus und alles und können trotzdem keine Geister sehen. Willst du mir jetzt erzählen, dass du als Premium-Christ irgendwie jetzt Geister sehen kannst oder was? Also bitte. Ja, wie kann ich das dir sagen? Das ist schwer zu erklären. Was ist das, ich meine, mein Lieber? Ja, du spürst höchstens ein gutes Gefühl beim Beten oder so, fühlst dich wohl, aber das ist doch nicht, dass du Geister sehen kannst. Hast du schon mal mit Gott gesprochen? Ich bete, ja. Und hatte die schon einmal geantwortet? Er antwortet sie nicht. Er wird dir nicht im Kopf irgendwie eine Antwort geben. Naja. Du hörst ihn, du hörst wirklich mit deinen Ohren, kannst du Worte hören, oder was? Ja, Amen. aber ich muss es echt mal hinterfragen, ob das wirklich Gott ist oder irgendwas anderes. Nee, das ist nicht der Teufel, ich bitte dich. Ja, ich bitte dich, weil das ist echt nicht normal. Selbst für Christen ist es nicht normal, dass die Stimmen im Kopf hören. Doch, mein Lieber. Durch ja, aber da musst du auch wirklich mal zum Arzt gehen. Also wirklich jetzt, wenn du Stimmen im Kopf hörst, dann musst du wahrlich mal zum Arzt gehen. Also wirklich jetzt. Nee, mein Lieber, ehrlich sage ich dir das. Okay, na gut. Tut mir recht leid. Einen schönen Abend noch. Gottes reichlichen Segen. Den brauchst du, bitte. Gottes reichlichen Segen, geh bitte ins Gebet und bete, dass du diese Stimmen nie wieder hörst. Dass du wirklich hörst, wie dir jemand antwortet, wie dir eine fremde Entität etwas sagt oder was. Nein, das kann nicht, das ist nicht normal. Bitte mach morgen weiter. Ja, liebe Christina, können wir gerne machen, aber ja, vielleicht haben wir morgen wieder was anderes. Oder mal gucken, was wir morgen machen. Tomek. Möge Gott dich in die Hölle schicken, ja. Ja, den roten hast du ja schon. Ja, danke. Warte mal. Die Liebe des Islams. Was für eine warmherzige, barmherzige Religion. Was für eine tolle Gemeinschaft. Tolle Moslems, tolle Muslime. Ich spüre die Liebe förmlich. Die Liebe ist förmlich greifbar. Greifbare Liebe. Lucky Night. Wilhelm, hör auf zu spammen. Wilhelm. Ja, hi, Wegerald. Du sagtest vorhin, der Typ hört Stimmen und der sollte zum Arzt gehen. Aber was ist ja eigentlich ein Wahrsager? Was geht in deren Kopf an, wenn die Zukunft vorhersagen? Welcher Wahrsager kann dir die Zukunft vorhersagen? Für Mensch. Welcher Wahrsager konnte jemals die Zukunft vorhersagen? Baba Vanga zum Beispiel, ne? Die sagt alles sind voraus bis in 5000 Jahren oder was weiß ich. Alles Quatsch. Die spricht, oder die andere. Guck mal, also, weißt du, ich kann jetzt sagen, Quatsch. Guck mal, hör doch mal kurz zu. Ja. Ich kann jetzt eine Weissagung treffen. Und jetzt hör genau hin. Ich kann sagen, in nicht allzu langer Zeit wird es einen massiven Bruderkrieg geben. Und der eine Bruder erhebt sich gegen den jeweils anderen. Und es wird nur Angst und Schrecken verbreitet werden. Dann
wird es so oder so eintreffen, weil es wird immer einen Bruderkrieg geben. Es wird immer Angst und Schrecken verbreiten. Das ist alles viel zu schwammig. Und das, was Baba Vanga gesagt hat, das ist einfach so Oberbegriff. Ist doch klar, dass das irgendwann mal eintreffen wird, ja? Das ist doch alles, das ist doch ein logisches Denken, ja? Das ist doch nicht die Zukunft vorhersagen. Die Zukunft vorhersagen ist, wenn ich sage, im Jahre 2147 gibt es in Saudi-Arabien eine WM und wenn Portugal gegen Costa Rica spielt, wird eine Atombombe auf Papua-Neuguinea gezündet. Das sind genaueste Angaben und das ist eine richtige Prophezeiung, eine richtige Vorhersage. Ja? Und wenn das dann stimmt, dann bin ich erst ein Wahrsager. Solange das nicht eintrifft, dann bin ich auch kein Wahrsager. Ja? Deswegen das, was Baba Vanga und so sagt, das war alles Käse. Das ist alles viel zu schwammig. Ja, das ist okay, aber du weißt ja ganz genau, auf dem Balkan glauben die Menschen daran. Und die, ja, die auf dem Balkan, da glauben die an so jegliche... Die sind überzeugt davon, dass es sowas gibt und die sagen ja auch nicht voraus und abwägen. Ich will gar nicht erst wissen, an was die ganzen Balkan-Leute noch so glauben. Also die haben ja wirklich viele Ammenmärchen noch beibehalten, weißt du? Also gibt es sowas nicht. Ne? Und Geister gibt es auch nicht. Ne? Korrekt? Ja, das sehe ich anders. Also Geister wiederum eine Sache, aber dass du die jetzt wirklich siehst und spürst oder hörst im Kopf, ohne jetzt Drogen zu nehmen beispielsweise, dass du die einfach so hörst, ja, und Stimmen im Kopf, das ist ja schon heftig, das kann mir auch keiner logisch erklären. Okay. Ja, aber ich sag mal auch so. Diese schwammigen Prophezeiungen von irgendwelcher alten Frau. Ich meine, möge sie in Frieden ruhen, aber ihre Prophezeiungen waren schwammig, waren einfach so, das ist sehr allgemein gesprochen. Es ist klar, dass das irgendwann passieren wird. Okay, aber du redest ja von fünfter Dimension. Ja. Haben wir ja nur noch Zugang zur fünften, wenn es sie gibt. Ja, wenn das alles stimmen sollte, dann öffnen sich ja unsere Gedanken, unser Bewusstsein öffnet sich ja der fünften Dimension, wenn wir schlafen. Deswegen träumen wir ja auch. Ne? Deswegen ist ja auch unsere Gedanken, unser Erinnerungsvermögen, unsere Datenbank ist ja den geistlichen Wesen offen, zugänglich. Deswegen nehmen sie sich auch ständig Leute aus unserer Erinnerung raus und verdrehen sie ein bisschen, dass wir diese negativ im Traum erleben, dass uns auf einmal unsere Oma, die eigentlich immer nett war, dass sie uns auf einmal irgendwie mit einem Messer angreifen möchte oder was auch immer. Ist mir persönlich jetzt noch nicht passiert, aber ich nehme halt nur so ein Beispiel her. Ja? Das würde ja auch irgendwo Sinn ergeben. Also ja, Träume sind schon sehr interessant. Das ist schon krass. Was ich heftig finde, und das kann mir auch keiner erklären. Ich kann mir das auch selber nicht erklären. Ich will es mir aber erklären, aber ich kann es nicht. Ich träume manchmal die Zukunft. Manchmal träume ich über 20 Jahre davor schon die Zukunft. Ich habe einmal geträumt, dass ich mit einer Frau, mit der ich auch zusammen bin, dass ich sie am Telefon habe und dann einen Schritt nach hinten mache. Ich war in meinem Garten und das habe ich mit 9 Jahren oder so geträumt. Ich war in meinem Garten, hatte ein riesiges Haus gehabt mit Hunden und habe einen Schritt nach hinten gemacht, während ich mit meiner Freundin am Telefonieren war. Und dann bin ich auf die Katze getreten. 20 Jahre später ist das passiert. Genau das. Und ich habe gedacht so, ach du Scheiße, das habe ich doch damals als Kind geträumt. Genau so. Diese Erinnerung war längst verblasst, aber wo das dann passiert ist, habe ich mir gedacht, so ist doch der Wahnsinn. Und ich konnte mich in dem Augenblick wirklich erinnern, wie ich das, also auch die ganzen Einzelheiten, wie alt ich da war, wie ich mich dann am nächsten Morgen gefragt habe, so was habe ich da für einen komischen Schmarrn geträumt und so. Das checke ich nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß, also, und ihr wisst, ich bin kein Quacksalber. Wenn ich das euch das sage, dann ist es auch so. Ich träume, das ist nicht der einzige Fall. Ich träume häufig über Jahrzehnte im Vorfeld schon die Zukunft. Ja, weiß nicht, woran das liegen könnte.
Das ist krass. Aber was ich auch so krass finde, sind zum Beispiel so luzide Träume, dass man einfach so den Traum kontrollieren kann und alles machen kann. Ja, aber luzide Träume ist wieder so eine Sache. Luzide Träume hast du ja nie im Tiefschlaf. Luzide Träume hast du ja nur in dieser Phase zwischen Aufwachen und Tiefschlaf, also irgendwo dazwischen. Du bist nicht wirklich drin und dann bist du schon halb wach. Aber so wirklich im Tiefschlaf, dass du wirklich voll weg bist und dann deine Träume kontrollieren kannst, das gibt's ja nicht. Deswegen, ich habe das ja auch schon mal gemacht und so, luzide Träume und so. Ich wollte mit meiner Traumfrau, wollte ich in die Kiste springen. Ich bin ehrlich zu euch. Und da habe ich mir gesagt, so, ich mache mal so luzide Träume, vielleicht kann ich ja träumen, dass ich sie wegknalle. Ja. Konkret ging es ich weiß gar nicht mehr, wen habe ich jetzt, ich glaube Katy Perry, Alter. Früher fand ich Katy Perry voll dufte, so, weißt du? Und da habe ich mir gedacht, so Katy Perry so im Traum so einmal wegknacken, so wäre nicht schlecht. Habe ich mir gedacht, so, ja, ich mache so einen luziden Traum, aber hat nicht geklappt, so, das ist mehr alles Schein als sein. Aber das, was krass ist, sind diese Déjà-vus, die sind wahrlich krass, ja. Also die, wie ihr das beschreibt hier, diese Déjà-vus, ne? Denkst du auch, dass man ein Leben im Traum einfach führen kann? Nee. Glaube ich jetzt nicht. Ich persönlich glaube nicht. Hast du denkst du, es gibt so Konsequenzen, wenn man irgendwelche Sachen im Traum macht? Nee, glaube ich nicht. Ich persönlich nicht. Okay, ja. Du? Ich habe gehört, dass wenn man irgendwie im Traum viele Menschen umbringen soll, dass es irgendwie so einen negativen Einfluss auf das Gehirn hat dann irgendwann. Das bestimmt. Das sind negative Einflüsse, die du halt erlebst. Manche Leute haben ja auch Albträume und sind dann schweißgebadet, wenn sie aufwachen, dann schockiert, ne? Das kann ja auch auf deine Psyche Auswirkungen haben, wenn du schwachsinnige Sachen träumst, ne? Deswegen immer schön beten vorm Schlafen gehen, weil ihr wisst nie, wie die Geisterwelt gerade am Zuhören ist, wie die ganzen Wesen aus der fünften Generation. Jetzt in diesem Augenblick könnte jetzt ein ganz krummes Wesen mit einer ganz widerlichen Gestalt, mit einer ganz deformierten Fratze so vor mein Gesicht sein und unten irgendwelche Faxen vor mir machen. Und ich sehe es ja nicht, weil ich keinen Zugriff auf die fünfte Dimension habe. Keine Ahnung. Vielleicht bei euch auch. Jetzt in diesem Augenblick, während wir am Reden sind. Deswegen beten, Freunde, beten. Ihr wisst ja auch, dass Worte sind eben mehr als nur ist mehr als nur Klang. Ja, es gibt ja auch dieses Experiment, wo man mehrere Pflanzen hatte. Ja, man hatte mehrere Pflanzen und die eine Pflanze war sehr gut gewachsen, weil der Professor sie mit besänftigen Worten, mit sanften Worten jeden Tag begrüßt hat, und die anderen waren ganz kümmerlich, waren ganz klein, ja, weil sie beleidigt worden sind vom Professor. Das heißt also, Worte sind Schwingungen, und es gibt positive und negative Schwingungen. Die positiven bewirken, dass Positivität entsteht, die negativen, dass Positivität zumindest mal eingehemmt wird, ja. Das ist krass, das ist wirklich ein Experiment gewesen. Deswegen, Worte sind Schwingungen. Und wenn ihr betet, wenn ihr am Beten seid und Gott um Hilfe bittet, dann bin ich schon der Meinung, dass eure Gebete auch erhört werden. Ja. Ja. Mit Reis wurde das auch mal gemacht. Ja, ist sehr krass, ist schon krass, ist schon krass. Das war es dann von mir. Ich hoffe, dass ich im nächsten Traum meinen Crush wählen kann, aber Alles klar, meine, mach's gut. Déjà-vu ist ein Riss in der Matrix. Kann gut sein, wer weiß das schon. Moin, ich bin wieder. Ja. Sag mal, du hast von der jetzt aktuell von der fünften Dimension gesprochen, so jetzt wo auf der Welt, wo wir leben. Sag mal, ich habe das vorhin schon so reingeschrieben, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Wie denkst du so nach dem Tod? So nach der Bibel heißt es ja, man kommt hoch zu Himmelspforte und dann wird entschieden, abgewogen, oder wenn du Scheiße brauchst, kommst du in die Hölle. Sag mal, was denkst du, geht im Kopf ab nach dem Tod? Geht überhaupt was ab? Wie denkst du? Im Kopf oder meinst du Leben nach dem Tod im Allgemeinen? Bei dir im Kopf. Im Kopf. Also man hat, es gab mal so ein Experiment, wo man die Hirnaktivität gemessen hat von Sterbenden. Normale Gehirnaktivität ist halt sowas in der Art, so normale Gehirnaktivität. Und dann ist der Patient gestorben, das bricht schon wieder ab. Ist der Patient gestorben und dann ging es Rambazamba, dann ging es richtig ab. Und dann ist es halt abgeklungen, dann war der halt gänzlich tot. Aber das hier war dieser Zeitpunkt, wo es wirklich abging. Das dauert so 2, 3 Minuten. Und Leute, die so Nahtoderlebnisse haben, ja, die so tot sind und wiederkommen, die beschreiben irgendwie immer alles gleich, ja. Die reden immer von Tunneln, also irgendwie alle sehen gewisse Tunnel, durch die sie halt so gehen können. Da ist ein Steg und da ist ein Tunnel, ja.
Und dann später kannst du dich dann entscheiden, ob du nach unten gehen möchtest oder nach oben gehen möchtest, ja. Und manchmal gibt es auch eine Person, die sie da entgegennimmt. Manche sagen, dass ich glaube, dass das Jesus war, oder? Kann ich weder bestätigen noch ablehnen, weil ich das ja selber noch nicht erlebt habe. Ja? Und Leute, die in dieser Phase waren, erleben genau das. Ja? Nur mit dem Unterschied, dass sie dann doch wieder belebt werden können durch einen Defibrillator oder durch eine Herzmassage, kommen sie dann aus dieser Phase wieder in den Körper rein und leben dann doch noch weiter und können dann diese Schilderungen den Leuten mit auf den Weg geben. Deswegen, ich habe da keine Zweifel, gar keine Zweifel, dass wir alle das hier erleben werden. Wir werden alle sterben, wir werden alle einen Tunnel sehen, einen Weg sehen und eine Person, die uns entgegennimmt. Das werden wir alle sehen, weil das alle Nahtoderlebnisleute sehen. Ja, nur mit dem Unterschied, dass sie dann halt wieder zurückgekommen sind und konnten den Leuten halt darüber erzählen. Die Leute, die halt nicht in diesem Augenblick wiederbelebt worden sind im Krankenhaus, sind halt in die dritte Phase gegangen, nämlich ins Ableben. Und dann ist man halt entweder bei Gott oder in der Hölle quasi. Ne? Und je nachdem, wie man sich halt entschieden hat, das ist jetzt wieder Theologie. Ja, landest du halt entweder da oder da, nicht wahr? Ja, das ist so meine Auffassung des Ganzen. Theologie gemischt mit evidenzbasierter Wissenschaft, ja. Ja, cool. Sag mal, kannst du einen Brainstorm raushauen? Bitte. Über die 40 Tage, bis der Geist des Verstorbenen komplett aufsteigt. Also über diesen Zeitraum. Was glaubst du, passiert? Was macht der Geist? Was sieht der Geist? Oder, ne? In den 40 Tagen? Ja. Das weiß ich nicht. Ich war noch nicht tot. Nee, vielleicht ein Brainstorm, vielleicht mal so Gedankenspinnerei. In der Bibel ist ja auch die Rede, dass wir in dem Schoß von Abraham sein werden. Das ist jetzt wieder so, was versteht man darunter, unter dem Schoß von Abraham? Kommt man sofort, wird sofort nach dem Ableben, also direkt eine Entscheidung getroffen, Himmel oder Hölle? Oder bist du irgendwo in der Zwischenetappe, irgendwas dazwischen? Was dafür spricht, ja, es gibt Sachen, die dafür sprechen, es gibt Sachen, die dagegen sprechen. Was dagegen spricht, wie zum Beispiel die Geschichte, wo Jesus ja mit diesem Sünder Kontakt aufgenommen hat, während er in der Hölle war. Also er war schon in der Hölle, er ist gestorben und war schon in der Hölle, er war nicht in der Zwischenetappe. Und da hat er halt gesagt, so, ja, warnt meine Leute, warnt sie, dass sie auch nicht, dass sie hier nicht enden, so wie ich in der Hölle, ja. Deswegen, man könnte so und so, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich bin da im Zwiespalt, wenn ich es nur wüsste, mein Lieber. Ich kann nicht auf alles eine Antwort haben, aber ich gebe mir Mühe. Okay, danke. Ja, danke für deine. Gerne, mach's gut, mein Lieber. Sehr interessante Fragen von euch. Ich muss euch wirklich mal loben an dieser Stelle. Wie viel wiegt eine Seele? Ja, es gibt halt diese Theorie, dass sie irgendwie so 23 Gramm wiegen soll. Ne? Habe ich jetzt nicht näher recherchiert, aber da gibt es ja also diese Experimente, nicht wahr? Wo Sterbende auf einer ganzen Millimeter. Runter oder was, aber das kann ich mir nicht so ganz erklären. Weißt du, das ist ja eine Waage, da musst du dich ja nur minimal irgendwie bewegen. Das Atmen ist ja auch schon eine Art Bewegung und dann variiert ja schon der Wert und alles. Nee, ich weiß nicht, kann ich mir nicht so ganz erklären. Aber ich kann es auch nicht ausschließen. Ich habe mich damit jetzt nicht so sehr befasst. Also, ne? Ich kann mich ja nicht mit allem komplett so extrem befassen. Ich habe ja auch noch andere Verpflichtungen in meinem Leben. Ne? Obwohl ich es gerne machen wollte. Heute werde ich mit Licht anschlafen. Wir fühlen uns ja zum Licht hinzugezogen. Also Licht herrscht ja, wir haben ja eine ganz andere Hormonausschüttung, wenn wir Licht erleben. Okay, ja. Oder wenn wir halt in Dunkelheit sind, das merkt der Körper direkt, das merkt er einfach. Das sind einfach ganz andere Schwingungen, ganz andere Energien, die da entstehen. Wahnsinn, oder? Krasse Unterhaltungen, alter Schwede. Teilweise seid ihr auch richtig, und also wirklich auch mit schlauen Fragen kommt ihr auch echt daher, ab und zu mal. Man sollte die Dunkelheit akzeptieren. Ich denke auch. Ich denke auch, vor allem, wir wissen ja auch, dass wenn unsere Augen kein Licht sehen, dann wird ja auch ein Schlafhormon ausgeschüttet. Das ist ja auch richtig. Also das ist ja auch wichtig zu wissen. Es kommt ja auch nicht von ungefähr, hat ja auch seinen Grund. Warum wird Schlafhormon ausgeschüttet, wenn unsere Augen kein Licht mehr sehen? Ja? Das heißt also, die Dunkelheit muss sein, sie gehört zur Natur dazu, sie gehört zur Regeneration des menschlichen Körpers dazu. Es muss einfach sein. Ohne Dunkelheit kein Licht. Oh, das stimmt. Ja, Freunde. Keine Anfragen mehr?
keine Gastanfragen. Laden wir mal den kleinen Serhan ein. So, dein Gott. Ich gebe dir gleich Bruder, tut es. Sam Beckler. Was glaubst du passiert nach dem Tod, Serhan? Nach dem Tod? Ja. Hölle oder Paradies? Direkt? Meinst du direkt oder glaubst du, es gibt eine Zwischenetappe? Tut schon, mein Bruder ist 28. Ich schwöre. Was? Konzentrier dich! Es gibt wichtigere Themen als das! Nochmal. Oh, Maya. Walla. Keine Verwendung für euch! Meine Güte. Endlich. Hallöchen. Hallo, die Unholde ist wieder da. Ah, bist du eine Unholdin? Ja. Ja. Unholdin. Ja, dann fordere ich dich mal mit gesamt deiner Unholden-Community zum Duell heraus. Also, was denkst du passiert mit deiner Seele, wenn du diese Matrix hier verlässt? Gute Frage. Das weiß nur die Seele, die dies verlassen hat, würde ich sagen. Was ich denke, keine Ahnung. Denken fällt mir manchmal ein bisschen schwer. Glaubst du, dass du ins ewige Nichts kehrst? Nee, ich denke mal, dass man irgendwo noch hier weiterlebt. Hier oder irgendwo anders? Ja, doch. Ich denke, dass da irgendwo, dass man, sag ich mal, zwischen zwei Welten oder drei oder vier switchen kann. Ich denke so in die Richtung. Warum? Ja, nö, das ist heute, wir haben heute ein paar diepe Gespräche geführt. Ja, ich war vorhin mal in der Live, ich habe mir das mal ein bisschen mit angeguckt. Ja, heute mal ein bisschen ernster und genau. Das ist ja wirklich sehr interessant, ja. Weil es ist ja nun mal Fakt, dass wir ja so klein sind. Wir sind ja nur ein kleines, verschwindendes Staubkorn im Vergleich zur Unendlichkeit. Das stimmt. Macht dich das ein bisschen traurig manchmal? Manchmal schon, aber vielleicht ist es auch manchmal besser, wenn man nicht alles mitbekommt. Das stimmt auch, ja. So wie das zum Beispiel jetzt. Ja, was hast du denn da in deinen Mund genommen? Das verrate ich dir doch nicht. Ja. Danke, Bruder, für den Stream. Ja, gerne. Hat mir auch Spaß gemacht und macht mir auch noch weiterhin Spaß, ja. Es ist auch sehr cool. Also, wie gesagt, du erinnerst mich immer noch an meine Mutter, ihren Freund. Allein das ist die größte Beleidigung. Ich kann dich nur an mich selber erinnern. Ja, das auch, aber dieses Lachen, dieses, wie, was du da machst, ja. Das macht er auch immer so. Machen wir die vier voll, Freunde. Ja, Freunde, wenn ihr möchtet, wenn euch dieser Stream hier heute Spaß gemacht hat, dann zeigt euch ein bisschen erkenntlich und sichelt ihm einmal kurz weg, Freunde. Für unsere Seriosität, dass wir da ein Statement setzen, dass wir als geschichtsliebende, evidenzbasierte Community, hochintellektuelle Community. Wir brauchen noch drei Rosen, Leute. Ja, auch so nichts aussagende TikToker-Streamer wegsicheln können, ohne Probleme, nicht wahr? Ja. Ja. Nichtsaussagende Streamer wegsicheln. Ich sichel dir gleich mal eins, Freund. Ach, das soll doch du bist langsam ein bisschen unhold. Ja. Und genau das meinte ich, ja. Deswegen, Freunde, einmal die mal drei gnadenlos mitnehmen, Freunde. Einmal knacken, Freunde. Leute, knacken, wir haben eine mal drei. Eine mal drei. Vini, sehr schön, Vini. Daniel, episch, jawohl. Ja, schick mir jetzt was rein, wer kann. Ja. Zählt mal drei. Alles mal drei, Freunde, knacken, Freunde, für die weißchristliche europäische, hochintellektuelle, wissenschaftsliebende Welt, Freunde. Jawohl, genau so geht es, Freunde. Knacken, Freunde, was das Zeug hält. Wir lassen sie gewinnen. Das darf sie einfach nicht mitnehmen, Freunde. Wo sind denn die ganzen Top-Supporter von früher? Ecki Eckbert, da ist er doch. Sehr schön, sehr gut. Wo ist denn Divico? Wo ist Kommandatore? Wo sind die ganzen Knacker von früher? Mal drei, noch sechs Sekunden, Leute. Wer kann? Die ganzen Knacker von früher sind irgendwie so voll, irgendwie haben nur noch eine stumpfe, rostige Kriegssichel in der Hand, leider. Ecki Eckbert ist noch scharf. Ja. Nessie, wie lange verbringst du, wie viele Stunden am Tag oder Minuten am Tag verbringst du vorm Spiegel, so schminken und so weiter? Gar nicht lange. Ich bin den ganzen Tag ungeschminkt und tue mich ungefähr eine Viertelstunde vorm Live schminken. Ja, du kriegst aber schon ziemlich dick auf, so, ne? Ach, das ist nur der Filter. Ach, hast du noch einen Filter? Schminke plus Filter? Ja, natürlich. Ach so, ja klar. Macht Sinn. Also, wer kennt's nicht? Soll ich das mal wegmachen für dich? Ja, mach mal kurz weg.
Jetzt gleich, Freunde, sehen wir noch diese ganzen Gestalten aus der fünften Dimension, wenn ihr das ausmacht. Spaß. Hab ich das schon aus? Ach so, okay. Ja, ach so, ja, okay. Aus. Ja, okay, ist nicht so viel Unterschied. Ja, also, passt schon. Ist nur ein bisschen bräune Filter. Ja, findest du Bräune attraktiv? Ist das für dich ein schönes Merkmal? Bräune, ja. Nein, Blässe ist die schöne. Also weiße Haut ist etwas ganz Tolles. Guck mal. So, aber Kiel, ich bin auch ein bisschen braun. Ich bin in der Sonne gewesen die letzten paar Tage. Ich lebe ja im Nicht-EU-Ausland. Hier ist immer voll viel Sonne, ja. Ich habe heute ein bisschen Sonnenbrand. Aber egal. Auf jeden Fall, Freunde, deswegen, Schönheitsideal war schon immer schön bleich zu sein. Das ist ein Schönheitsideal, schon immer gewesen. Das stimmt. Früher sind sie mit einem Sonnenschirm rumgelaufen, den ganzen Tag, damit sie ja keine Bräune abkriegen. Ja, und das hält ja auch jung. Ne? Deswegen sehen sie auch dann nicht so ganz faltig aus. Willst du etwa sagen, dass ich faltig aussehe? Boah, du hast ja richtig rote Augen. Du bist eine Pestmaid, kann das sein? Ja. Okay, Eckbert, sehr schön. Mystischer Sichel, sie gut gemacht, Freunde. Die waren uns ein bisschen auf den Fersen, aber haben wir doch mit 4400 Points locker weggeknackt. Sehr schön weggesichelt, ja. Gute Sicheler, gute Zersichelung, Freunde, sehr schön. Ja. Möchtest du nicht irgendwann mal aus deinem Pestmaid-Dasein rauskommen und eine ehrenwerte weiß-christlich-europäische Maid werden? Also christlich bin ich schon, mein Schatz. Echt? Okay. Ja. Bist du denn auch schon liiert? Ich bin nicht liiert. Lese Chat. Warte mal. Wir haben so viele vernünftige Sichler bei uns. Dürfen dich... Lass mich ausreden! Dürfen dich unsere Sichler heute so ein bisschen anschreiben? Ja, gerne. Ja, also liebe Sichler, Vollgas, ne? Für die weißchristliche europäische Welt. Was sagt dir der Name Luzifer? Dankeschön, Christine. Eine schöne Nacht wünsche ich dir noch. Luzifer heißt ja in der Übersetzung Luzifer... Luzifer ist ja der Erleuchtete. Das war damals ein Erzengel von Gott, der wurde aber später verflucht, als er ja die Sünde gewählt hat, den schlechten Weg gewählt hat. Und somit wurde ja der oberste Erzengel nicht mehr Luzifer, sondern Michael. Also Michael, würde man in der heutigen deutschen Sprache sagen. Erzengel Michael, nicht Michael, sondern Michael. Ja gut, wir Deutschen sagen Michael, aber Michael ist ja die hebräische Bezeichnung, nicht wahr? Du bist ja richtig gebildet, Mensch. Aber selbstverständlich, was soll ich denn sonst sein, weißt du? Bist du nicht gebildet? Nee, sieht man doch. Eingebildet manchmal. Frag sie mal bitte, wie viele Kinder... Hier möchte jemand wissen, wie viele Kinder bist du bereit noch zu gebären? Maximal noch zwei. Okay, du hast ja schon zwei, dann hättest du vier insgesamt. Das war super. Stell dich mal vor, vier Kinder. Wenn jeder vier Kinder hätte, dann hätten wir keine Probleme so mit der Geburtenrate und alles. Also vier Kinder ist ordentlich. Doch, vier Kinder ist schon ordentlich. Doch, machst du gut. Noch zwei Söhne. Ich liebe Kinder. Sehr schön. Oh, das solltest du auch. Drei Rosen, bitte. Meine Güte, weiß, christlich, europäisch, liebt Kinder, ist bereit noch zu gebären. Freunde, Volldampf. Also wirklich jetzt, Volldampf. Bevor noch irgendwie ein Ahmed kommt und sich in den Falschen verliebt. Nee, die Ahmeds können bleiben, wo der Pfeffer weg ist. Ja, warum kann nicht jeder so denken wie du? Mystisch. Ja. Damit habe ich auf jeden Fall die Schnauze voll. Ruhe dann. Machen wir die mal als Reis trottenlos, Glanenlos mitten für euren Endmonarchen, Freunde. Leute. Bevor Ahmed absaftet. Ja, genau, Diviko, wer kennt den Spruch noch von früher? Ja, mal drei gnadenlos mitnehmen, Freunde, für euren Lieblingsgeschichtslehrer hier auf TikTok. Wieso lassen Mystisch. Sie uns schon wieder wegsicheln? Hilf! Ja, weil wir die Sichel schwingen, verstehst du? Ich Freunde, sichelt, knacken, Freunde, mal drei, nicht stehen lassen. Freunde, ich habe mir heute den ganzen Abend... Die mal drei ist offen, den Leute. Ganzen Abend den Mund fusselig gequatscht, nur für euch. Ich liebe euch ja über alles, ihr kennt das ja. Deswegen, Freunde, einmal ein bisschen Gegenleistung, Freunde. Zeigt mir mal ein bisschen erkenntlich. Ja, ich könnte ja auch typische Barello-Streams machen, wo ich so Tiefkühlpizza oder sowas am Fressen bin und nichts mache. Das ist ja Quatsch, ich gebe euch ja ein bisschen was auf den Weg, ne? Mal drei, Freunde, mystisch, sehr schön. Ja. Ein Kommando Tote, Daniel, sehr gut. Sag mal, warte mal. Bist du denn Single? Also da gibt's ein paar Gerüchte. Vaini, oh nein! Guckt euch das mal an! Nein, Freunde, das dürfen wir doch nicht auf uns sitzen lassen. Freunde, jetzt mal bei aller Liebe, Freunde. Eigentlich hat euch euer
Lieblingsgeschichtslehrer auf TikTok. So viel schon gegeben. Eigentlich hätte ich es schon verdient, dass ich hier schon musikreich hervorgehe, ne? Weil es ist ja nicht so, dass ich nur ich persönlich gewinne, sondern ihr ja auch. Der Sichel-Geheimbund geht hier siegreich hervor. Deswegen, Freunde, alles, was wir haben, knacken. Überlegt euch das gut. Psychologie! Sehr schön, Daniel. Jetzt Volldampf geben! Wir haben jetzt noch 10 Sekunden Booster, Freunde. Drücken! Knacken, Freunde! Gebt euch nicht kampflos geschlagen, Freunde. Wo seid ihr denn? Wo ist denn der Siegesgeist von früher? Wir hatten damals so heftige Sicheleinheiten geknackt, Freunde. Gegen Coach Frankie und wie sie alle heißen. Wo seid ihr denn, Freunde? Ist eure Sichel so stumpf geworden? Darf doch nicht sein. Sicheldachs, sehr schön, Bruder. Jetzt, jetzt wird er da drüben wild. Jetzt wird er da drüben wild. Er kann nichts verlieren. Nein, der Sichel-Geheimbund muss immer siegreich hervorgehen, Freunde, ja. Vor allem, wenn es darum geht gegen, okay, du bist ja keine Pestmeile, okay, passt schon. Aber trotzdem müssen wir gegen dich gewinnen, okay? Ich denke, ich bin eine Pestmeile wegen meinen roten Augen. Ach, du hast einfach nur ein bisschen Feuchtigkeitsmangel. Bisschen Augentropfen rein wird schon, ja, du schläfst nicht genug. Das ist mit zwei Kindern halt natürlich normal, ne? Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Freunde, ist da noch was drin, Freunde? Komm schon, Freunde. Freunde, kommt schon, Freunde. Das ist also wirklich, ich sag mal so, vor ein, zwei Monaten waren wir noch so mächtig. Wo ist Mambül? Auch ohne Mambül hätten wir das eigentlich vor zwei, drei Monaten locker geknackt, Freunde. Es ist auch sogar noch Anfang des Monats. Also die Ausrede, ja, ich habe kein Geld mehr, gilt auch nicht mehr. Spaß. Freunde, knacken, Freunde. Kommt schon! Für den Sichel-Geheimbund, Freunde. Er wird sauer da drüben. Nein, Quatsch. Ey, Sprachmann, ich bin nochmal rein im Babylöwe, du bist der Hammer. Du bist der Hammer. Ach, das ist mein Mann. Ach, schade, schade. Hätte nicht sein. Aber gut, ach, egal. Wie sind wir wieder bei Null angekommen? Ach, weißt du was, Nessie? Du bist so gemein, ey. Du willst sogar noch Salz in die Wunde streuen, weißt du das? Du ergötzt dich daran, dass wir am Leiden sind. Nochmal? Du ergötzt dich daran, dass wir am Leiden sind. Natürlich. Echt jetzt? Du dich doch auch. Die erste Runde hast du gewonnen und dann warst du ja noch happy und jetzt bist du sauer. Also jetzt 1-1, jetzt kommt die entscheidende Runde. Okay, ein Grande Finale. Ein Grande Finale und dann machen wir gleich weiter mit dem, was wir hier angefangen haben, Freunde. Okay, großes Finale, Freunde. Großes Finale. Wir haben jetzt die Chance, wieder unsere Weste reinzuwaschen, Freunde. Kommt schon. Für Christus, für die vier Sichel von Jaffet. Alle mit tippen. Wo sind meine Sichel, Leute? Wo ist mein Sichel-Geheimbund? Für die vier Sichel von Jaffe, die sich in alle Welt ausbreiten werden, Freunde. So, Freunde, knacken. Alles, was wir haben. Diesmal wirklich. Dann machen wir keine Matches mehr heute Abend. Wirklich, das ist jetzt das grande Finale, Freunde. Gegen Mrs. Pestmite und ihre Unholden-Community, Freunde. Aber knacken, Freunde, was das Zeug hält. Du willst doch nicht etwa meine Sprachnachricht als Unhold betiteln? Deine Top-Supporter. Doch, das ist der größte Unhold, den die Welt je gesehen hat. Nein. Ja, doch. Adriana, doch hallo. Die wollen uns wegsichern, Adriana. Ja, Christenverfolger hat den live, was? Was? Das war doch bestimmt einer von dir. Christenverfolger? Boah, jetzt erst recht, Freunde. Da steht Christenverfolger. Ach, aber dadurch solltest du dich eigentlich auch getriggert fühlen. Den solltest du eigentlich nicht cool finden, weil du hast dich ja selber als Christin geoutet, oder nicht? Oder stimmt das so halbwegs? Lucifer wird dich verfluchen. Siehst du, Christin. Christin, ich wusste es doch, Christin. Ja, ja, Freunde, einmal diese Heuchlerei hier wegsicheln, Freunde. Einmal, guck mal, diese sieben Filterfrau wegsicheln, Freunde. Einmal diese 3 mm Schminkschichtfrau wegsicheln, Freunde. Einmal knacken. Freunde, jetzt knacken, Freunde. Für die wahre weißchristliche europäische Welt. Für den wahren Christen, der sich wirklich immer als Christen outet. Und nicht nur gerade, wenn es passt, Freunde. Das müssen wir jetzt wirklich mal wegsicheln. Also das müssen wir jetzt wirklich mal für unsere Reputation, ja? Unsere Reputation zuliebe, kriegen wir das locker mal. Dankeschön, Dalva, für den Follow. Ja, ich bin wirklich christlich, aber ich habe mich nur gewundert, was da jetzt in meinen Stream kurz reinkam. Ja. Es war ein Waldschrat, wusstest du das schon? Bestimmt. Das war ein Unhold, ja. Ja. Jetzt, Freunde, Schnelligkeits-Challenge. Ohne die Schnelligkeits-Challenge kriegen wir das auf keinen Fall hin, Freunde. Das müssen wir schon knacken, Freunde. Für die vier Sichel von Jaffet. Jawohl. Setz das mal auf. Vielleicht kriegst du dann mehr Support. Oh, die fangen hier gleich mit. So, jetzt. Oh, jetzt haben wir aber zu früh der Booster. Scheiße. Okay, drücken. Wir haben jetzt schon einen Booster drin. Alles wird multipliziert, Freunde. Jetzt knacken. Fünffach.
Alles fünffach, Freunde, mal fünf. Ja, jetzt drücken. Jetzt drücken und gleich mit mal drei. Ohne Booster, ohne Multiplikator wird das nichts, Freunde. Dankeschön, Adriana. Dankeschön, Florilan. Danke, ihr Süßen. Danke, Ben. Jetzt alles unfassbar krass multipliziert. Jetzt die letzten 6 Sekunden mitnehmen. Drücken. Mal drei jetzt, Leute. Psychologie Delta, Psychologie Rilo. Afficiando Divico! Sehr schön! Jawohl, Brüder, mein Sichelgeheimbund, mal wieder zu alter Stärke gekommen. Na, da guckst du Pestmaid, nicht wahr? Mystisch, jawohl, genau so geht's, Freunde, sehr schön. Sniper, jawohl, für die Weißkrieg, die europäische Welt, sehr schön. Die Potenz ist wieder da, ja genau, Daniel, da hast du echt mal was gesagt. Divico, jetzt noch schön ein bisschen Salz in die Wunde streiten. Ja, sehr schön, mein lieber Sichelgeheimbund. Siehst du, du hast uns getriggert. Du hättest uns nicht herausfordern sollen. Wenig episch. Oh, wir sind wieder richtig mächtig. Wir sind verdammt stark. Wir sind seit Tag 1, guck mal, Nessie, schau mal. Wir sind seit Tag 1 als einzige Community auf TikTok. Seit Tag 1 gegen Nekrophagen, Nacktschnecken, Unholde, Waldscharten, Wüstenscharten, Pestmeiden, Mittagserscheinungen und allen anderen Unarten auch. Succubus nicht zu vergessen, Inkubusse, alles am Wegknacken, am Wegsicheln, seit Tag 1. Und die sind trotzdem frech zu mir. Und das darf ich mir in meinem eigenen Stream nicht gefallen lassen. Nicht beleidigen, ich habe schon Tränen in den Augen. Das meine ich auch gar nicht so persönlich. Ich meine das auch gar nicht persönlich. Ich meine es nur personenbezogen. Ja. Sehr schön. Kann das sein, dass du Blediona hast? Was ist das? Ja, das kann gut sein. Nicht wahr, Nessie? Antworte! Ja! Ja, Freunde, wir haben wirklich einen Sichelsieg heimgefahren, der sich gewaschen hat, wie der Endmonarch jeden Abend. Sehr schön. Ja, das ist auf jeden Fall, das sei euch auf jeden Fall gegönnt. Ja, gegönnt, weil du nichts dagegen machen kannst, verstehst du, Nessie? Wir haben dich nach allen Regeln der Kunst... Lass mich ausreden! Wir haben dich nach allen Regeln der Kunst weggesichert, Nessie. Das musst du dir wirklich echt mal eingestehen. Ich habe keine Verwendung mehr für dich! Ich fühle mich gestört von ihrer Präsenz. Ihre unholden Ader mit ihrer Nacktschneckenattitüde geht mir auf die Nerven. Danke an alle Knacker, die geknackt haben. Jawohl. Danke an meine Top-Supporter, Freunde. Danke auch an alle, die mitgemacht haben. Divico, Psychologi, Sniper, Daniel, Aficionado, Veni, MM, Delta, Bavoncello, Kommandatore, Bandits, Kältesichler und alle anderen. Kleinstspender ebenfalls. Ich liebe es. Gerald ist verliebt in sie. Also bei aller Liebe, Bruder, er umgekehrt, komm. Also bei aller Liebe, Freund. Wir müssen realistisch sein, also wirklich, so wirklich jetzt Hand aufs Herz, sie in mich, okay? Deswegen fragt sie mich, ob ich Single bin. Also, was sind das für Fragen? Würde ich sie niemals fragen wollen, okay? Deswegen, Freunde, aber das ist ja nicht das erste Mal, wird auch nicht das letzte Mal sein, dass das hier passiert. Freunde, ihr wisst ja, so eine Aura, die der Endmonarch halt am Ausstrahlen ist. Spaß. Su. Okay, Freunde, wollen wir noch ein bisschen machen? Ich meine, ich könnte jetzt auch wieder die Israel-Flagge im Hintergrund machen mit rein mit Netanyahu und dann hätten wir jetzt gleich wieder 700 Leute im Live und dann würden wieder massenhaft Leute, Moslems hier reinkommen und sagen, ich esse deine Mutter, ja, und so. Aber... Ich habe keine Verwendung für dich. Mich ausreden! Ich war nämlich noch gar nicht fertig mit meinem Satz. Wie geht's dir, Maya? Gut. Selber? Ich kann mich wahrlich nicht beklagen. Sehr schön. Was hast du heute gemacht? Was ich heute gemacht habe? Ich habe die Leute aufgeklärt. Ja. Maya, schick mir eine Babylover, komm. Wir reden heute über Gott. War es doch Gott, ist das Thema. Ey. Mit was laberst du hier? Ja. Du sag mal leise. Ja, mein Lieber. Welcher Religion gehörst du denn an? Was hast du gesagt? Welcher Religion du angehörst?
Also ich würde mich als Gläubiger des Christentums outen wollen. Aber du bist, aber man muss ja ehrlich sagen, damals war es ja schon eine Bestrafung. Ne? Dich hätten die verfolgt, ne? Warum würden die mich denn verfolgen? Ja, weil damals war es ja, hat es ja auch schon einen Rabattcode mit Vergalt 50. Nein, also ich hab mir meinen Lifestyle-Poster in meinem Shop drin. Ich wollte nur mal kurz was sagen. Der Harun hat dich voll kaputt gemacht. Das ist jetzt mal eine Transinformation. Ich habe ja meinen Online-Shop wgerald-shop.com und da kannst du ja meinen Lifestyle-Poster kaufen, wo ich so gucke. Da kann ich jetzt kann ich sehen. Und wenn du jetzt die Gegend einmal sehen wollen, 10 Weltweit Rabatt. Freunde, einmal weg, sich in diese Unholdenbande. Wo bin ich denn bloß hier geraten? Also, wir haben ja gerade über die fünfte Dimension gesprochen. Und die fünfte Dimension habe ich jetzt gerade irgendwie vor Augen, okay? Wobei der Divikus irgendwie okay, in meiner Okay, ich Fall wollte jetzt was fragen. Nein, nicht wegsichern lassen. Ja, was wisst ihr mal? Ja, bitte. Was ist doch Gott? Ja, was, mit was? Ja. Ich habe nur dich auf laut, Maya. Maya, ich habe nur dich auf laut. Ich höre die anderen nicht. Ich habe nur dich auf laut, Maya. Ich habe den gestummt. Ja. Was meinst du mit war ist doch Gott? Also was war denn? Was hat der gemacht? Ja, wir fragen halt, ob die Leute an die Evolutionstheorie glauben oder halt an Gott glauben. Ne? Das, wir reden mit den Leuten, ne? In den Dialog gehen. Mhm. Ja. Okay, interessant. Das ist wahrlich interessant. Jetzt mal zwei gnadenlos mitnehmen, Freunde, knacken. Dylan. Der eine telefoniert, der andere redet in die Kamera rein, die andere hält ihre aufgespritzten Lippen in die Kamera. Dylan, und der vierte ist ein Geschichtslehrer, der sich hier komplett verirrt hat, Freunde. Einmal entsicheln Sie keinen Mal, dann gehen wir sofort wieder raus aus dem wahr gewordenen Albtraum, Freunde. Jawohl. Sehr schön. Pavoncello Delta, episch. Sehr schön, Daniel, jawohl. Bruder, mystisch, sehr schön. Oh, wir kommen langsam wieder zur alten Stärke zurück. Wir sind langsam wieder wirklich in der alten, ne, Komfortzone, mystisch. Aber Freunde, ich habe nicht die Geduld. Ich muss wirklich hier raus. Nee, tut mir leid. Also, danke an alle Knacker, die geknackt haben. Vielen, vielen Dank an die Knacker, tut mir echt leid. Ich glaube, ich kann aber trotzdem auch für euch sprechen, auch für die Knacker kann ich sprechen, dass ich uns allen einen Gefallen getan habe, indem ich hier schnell wieder rausgegangen bin. Das war wirklich unerträglich mit diesen Intelligenzallergikern, Freunde. Heute keine Nerven dafür, ich auch nicht. Ja. Danke trotzdem an die Knacker, die versucht haben zu knacken, die auch geknackt haben. Aber Freunde, ich musste da echt, ihr wisst, eigentlich stehe ich es immer ein, also bis zum Ende. Ich halte es schon aus eigentlich, ich habe ein dickes Fell, aber... Nee, nicht nach 3 Stunden so viel streamen und dann dieses Gelaber von diesen Nacktschnecken. Oh Mann, hör auf. Kriege ich nicht hin. Heute auf keinen Fall. Tut mir echt leid, Freunde. Deswegen, wir machen heute. Ich habe ja gesagt, ich wollte eigentlich keine Matches mehr machen. Deswegen machen wir. Ja. Ja, unknown. Ja, ich wollte fragen, was eigentlich mit Feng Peng passiert. der hat den El Diablo ohne Kopf beschworen, indem er Tupac angemacht hat. Ja, ich glaube, du musst den Namen mal in Entschuldigung schreiben. Der arme Kerl. Ja, Freunde. Hier nochmal die Aufforderung, Freunde. Kommt zum Geheimbund, wobei es ist ja zusammengeschrieben, dementsprechend ein kleines B, auch wenn Bund an und für sich groß geschrieben wird, aber nur, wenn es als separates Wort vorkommt. Kommt zum Sichelgeheimbund, Freunde. Wer ist der Dayal für dich? Antworte meine Frage, nicht meine Frage, sondern meine Frage. Antworte meine Frage. Wer ist Aildis für dich? Kannst du bitte auch meine Frage beantworten? Was machst du mit Aildis im Kater, Bruder? Tust du in deinen Döner rein oder was machst du? Wenn du einen Döner am Verzehren bist, Walla, Bruder, ohne Zwiebel. Wenn du ohne Zwiebel bist, Bruder, also, Bruder, tust du eine Aildis Kater rein oder was machst du? Was hältst du von der Judenrettung durch die Albaner während dem Zweiten Weltkrieg? Haben die Schiptaren gut gemacht? Finde ich gut, finde ich klasse. Toll.
Aber wiederum fand ich dann die Tatsache wiederum nicht so geil, dass die Schibt-Aren ja eine SS-Division namens Kanderbeg gegründet haben und Juden und Serben dann aufgelauert haben. Ne? Das fand ich ja wiederum sehr schwach von denen. Привет, братан. Привет, бро. Привет, привет. Поживаешь? Го, батл, короче. Слушай, теперь у меня где лопата? Давай, давай. Слушай, теперь у меня где лопата? Einmal knacken, Freunde, wegsicheln, Freunde. Like you on top. Krim, это Севастополь, это русская черноморская военная флота. Понял? Ничего. Понял! Это моя земля, бед! Какая? Германия! Где? Я из Германии! Это моя земля, бед! Лично твоя? Да, лично моя! Freunde, so, Freunde, erst jetzt reicht's. Jetzt reicht's, Freunde. Jetzt einmal, Freunde, knacken. Für die weißchristliche europäische Welt. Sehr schön. Paar Wunschhello, sehr schön. Sehr gut. Freunde, kriegen wir den hin, weil der ist ein Pro-Streamer. Der hat 400 Leute im Live. Fast 40.000 Follower. Echte, scheinbar. Ist der Moslem. Der ist doch nicht etwa zum Islam konvertiert. Als Russe. Hat er etwa echt, der hat arabische Schrift in seiner Bio. Also jetzt wirklich, also Freunde, knacken. Holt euch deine Siegesserie, der hat 6 Wins, Freunde. Macht immer kaputt. Einmal wechseln, machen wir die 5 voll. Ohne die 5 wird's nichts. Jetzt machen wir die 5 voll. Aber dann machen wir wirklich auch dann, ich habe eigentlich gesagt, letztes Match, aber jetzt ist wirklich letztes Match. Ich habe einfach, ja, einfach so angenommen. Das war eine Kurzschlussreaktion scheinbar. Ars, Bruder, sehr schön, unsere Kriegssichel. Ich interpretiere das mal als Kriegssichel. Sehr schön, machen wir die 5 voll, Freunde. Noch ein. Ich sehe hier die ganze Zeit oben, Alter, die kriegen am laufenden Bande kriegen sie Universen geschenkt. Diese ganzen nichts aussagenden Scheiß-Streamer, Alter. Randy, sehr schön, Bruder, mystisch, jawohl, Bruder. Jetzt drücken, Freunde, drücken. Holt euch seinen Kopf, Freunde. Holt euch seine Siegesserie. Die ist echt schmackhaft, Freunde. Pavoncello, sehr schön. Jawohl, Bruder. Delta, mystisch. MM, Bruder, jawohl. Go, Petri. Freunde, wir kommen wieder in Fahrt. Wir kommen ja wieder in Fahrt. Wir kommen ja wieder zur alter Stärke zurück. Kommandatore, episch. Sehr schön. Wir kommen ja wahrlich wieder zur alter Stärke zurück. Hohoho, wir sind ja wieder verdammt on fire, brother. We sind on fire. Jawohl. Ja, Freunde. Ты понимаешь по-английски язык, братан? Понимаю. Все понимаю. So you're able to speak English. Andy, thank you. Andy, thank you so much. Andy, thank you, Andy. I have one wish. I want to win here. I just want to win too. I have a wish to win. So, do you can't speak with me in the English язык? Is that Andy. True? Andy, so Andy much. In your ring. Andy in the ring gehen, so, verstehst du? Andy, kannst du, you can sit on Andy. Понимаешь, брат? Sit on Andy, sitting, yeah, face sitting, brother. Mystisch. Randy, Bruder, jawohl, genau so geht's, Freunde, mystische Zersicherung. Sehr schön, Freunde, wir sind doch nicht umsonst auf 7000 Punkte gekommen, nur um gegen Mr. Maske hier abzukacken, Freunde. Wir werden auf jeden Fall gewinnen. Jetzt hat Geld gekommen, aber ich glaube. Я понимаю, Freunde, machen wir die Ares voll. Ares episch, Pavonschelle, jawohl, Bruder, mystische Zersicherung. So, are you a Muslim, brother? Sure. Please speak in English with me. Are you a Muslim? Sure. Sure? Why? Because I want to know. Sure. Unhold! Banschat!
Oh, Freunde, nicht unterschätzen. Oh, die haben jetzt Nebel mit Booster, Freunde. Das können wir doch auch. Haben wir doch auch einen Booster, Freunde. Haben wir doch einen Handschuh, Freunde. Einmal wegknacken, diesen Unholden hier. Dann machen wir gleich wieder unser gewohntes Programm. Ares episch, sehr schön. Oh, ernstzunehmend, ja, wirklich ernstzunehmend. Der ist wahrlich ernst zu nehmen. Oh, Divico, jetzt snipen. Freunde, alles, was wir haben, jetzt zweimal fett snipen. Freunde, knacken. Knacken, holt den Sieg heim in den sichelgeheimen Bund. Randy, Bruder Randy is on fire, Brother. Mystisch, Kommandatore. Au, das hätten wir eigentlich noch kriegen können. Oh, Timaru, Kiso. Yeah! Ich hoffe, no Verwendung für dich. I feel mich gestört von you. You fucking wild shrugs. Mystische Zersichelung. War das ein guter Sieg. Freunde, jawohl, genau so geht's, Freunde. Mystische Zersichelung. Boah, hätte fast den Booster vergessen. Divico, Bruder, du hast uns mal wieder aus der Scheiße geritten. Wie kotliebende Kutschenfahrer oder was auch immer. Das ist doch super, Freunde. Kisu mit dem Snipe, nice. Oh, Kisu hat's wirklich verdammt gut gemacht, Bruder. Danke an alle Knacker, die geknackt haben. Danke an meine Top-Supporter. Danke an meinen Sichelgeheimbund. Ihr seid die besten Freunde, jawohl. Das Ende ist ein bisschen kümmerlich. Ach man, das bricht ihm ab. Sichelgeheimbund. Ja, das D ist dann genauso kümmerlich. Sehr schön. Mystisch. Sehr schön. Wo holt man den Booster? Den Booster kannst du tatsächlich nicht bekommen. War kurz bei dem Spionieren. Oh, Kiso, Bruder. Warum sprichst du Russisch? Weil mir das auch in meiner Recherche sehr geholfen hat. Russische Historiker sind verdammt gut. Verdammt gut. Und ich wollte sie auch lesen und sie werden häufig nicht übersetzt. Ja. Dementsprechend habe ich mir Russisch beigebracht. Ich konnte es vor ein paar Jahren noch ein bisschen besser als jetzt. Vor ein paar Jahren konnte ich es fast fließend. Jetzt ein bisschen schlechter, aber ja, ich verstehe den schon noch. Aber ja, auf jeden Fall im Rahmen meiner Recherche, wo ich halt auch den Film gemacht habe in der Vorbereitungsphase, Herkunft der weißen Europäer, habe ich auch sehr viele Russen konsumiert, weil die auch sehr gute Historiker haben. Ja. Im Osten haben wir es gelernt. Oh, Gratulation. Putin ist doch Historiker gewesen bei Tucker Carlson. Ja, ich fand das so lustig, ne? Also unabhängig davon, was er genau gesagt hat, ne? Es geht ja gar nicht mehr da. Ich fand das ja nicht lustig, was er gesagt hat, sondern ich fand es lustig, dass der Tucker Carlson dem einfach so zugehört hat. Ich meine, er hat ja auch keine andere Wahl. Er saß da nur so und hat ihn so grimmig angeschaut und der packt so aus, so Kiew war Russ und vor 3000 Jahren so und so okay, und Krall der und Zar der und der macht so und so, ne? Und der andere, der Tucker, macht nur so. Der hat den voll überfordert, überrumpelt, Alter. Das fand ich richtig lustig. Привет, привет, братан. Как дела? Ja, Putin ist Moslem. Das ist klar. Ja, ist klar. So, Freunde. Oh, da haben wir gut gesichert, Freunde. Okay. Machen wir mal ein neues Thema auf. Eben. Oh, es bricht immer ab. Nach. Dem Sterben. Fragezeichen. Glaubt ihr an einem Leben nach dem Sterben? Nach dem Tod, ja? Ist ja auch egal. Nach dem Sterbeprozess, wie auch immer, Freunde. Ihr wisst ja, was ich meine. Ja, ja, ja. Putin hat ein krasses Geschichtswissen. Ja, tatsächlich sogar. Ja, glaube ich. Nein. Nee. Ja, ja. Okay, also wir hatten ja heute eine ausgiebige Debatte, Unterhaltung darüber. Und ich würde mich ungern wiederholen, aber deswegen würde ich gerne Gäste reinholen, einladen. Ne? Gäste reinholen, einladen. Ne? Nein, ja. Ja, geil. Nein, Digga. Okay, super. Hallo? Bist du Moslem, Bruder? Ja, Bruder. Und du glaubst nicht an dein Leben nach dem Tod? Nee, ich glaube an das Paradies. Ach so, man ist nicht am Leben im Paradies, man ist tot im Paradies, oder was? Nein. Ja, nee. Konzentrier dich doch mal, Alter. Hey. Unhold.
Meine Güte, Alter, so Paradies soll bei dir reingehen, darauf kannst du sitzen, so, also islamisches Paradies zumindest. Islamisches Paradies ist ja so eine Art Bordell, oder nicht, oder? So Hugh Hefner oder was, so 72 Jungfrauen, so. Aber ist auch egal. Nächste. Playboy Mansion. Hallo. Ja, hi, was kann ich für dich tun, Alter? Was denkst du, was nach dem Tod passiert? Dann wird gerichtet werden. Himmel oder Hölle. Und was denkst du, also beruhig dich mal. Okay, ich beruhige mich. Los, mach dein Gammelzahnbehältnis auf und schwadroniere deinen Scheißdreck darunter. Bruder, es gibt nur ein Paradies und eine Hölle und das ist vom Islam. Vom Islam so. Woher weißt du das? Wie kannst du dir sicher sein? Es ist so, Bruder. Wo Beweise so, hat Allah subhanahu wa ta'ala das gesagt. Und das stimmt dann aber auch so, ne? So, ich brauche keine Koran, Quelle. Ich brauche da Les keine Koran. Beweise so Les anderweitig. Das Les reicht Koran. Auch so, ne? Les Koran. Hab ich gelesen, ich habe gelesen im Koran, Bruder, da steht, dass Mohammed mit einem fliegenden Pferd auf den Mond gegangen ist und hat ihn in zwei Hälften geteilt. Spätestens da habe ich gemerkt, dass das ein bisschen unglaubwürdig sein könnte, eventuell, ja. Oder findest du das glaubwürdig? Ey, Bruder, du hast keine Ahnung, Dicke. Ich fühle mich gestört von dir. Ulak, hallo! Ja, was kann ich für dich tun? Hallo! Ja. Das ist das einzige Wort, was du während deiner Fluchtreise gelernt hast. Also ich meine, keiner hat erwartet, dass du auf dem Schlauchboot irgendwie den Duden ausfindig lernst. Aber ich meine, ein bisschen mehr als Hallo wäre doch wohl drin gewesen, oder? Erst einmal einen wunderschönen guten Abend. Salamu alaikum. Ja, alaikum. Eine Frage. Warum sagst du nicht alaikum salam? Alaikum salam an meine muslimischen Glaubensgeschwister. Ja, weil die Nidjis, weil die Käfer es nicht wert sind, dass man dem Frieden wünscht, nur, ne? Stimmt nicht, aber eine Frage. Stimmt nicht, aber du machst es ja nicht. Wünsch mir doch den Frieden. Sag doch zu mir, alaikum salam, sag zu mir. Kannst du aufhören, eigentlich so hasserfüllt zu sein? Hasserfüllt zu sein? Du wünschst mir nicht mal den Frieden. Warum wünschst du mir den Frieden nicht? Guck mal, Abu Ahmad ist Christ, sogar er sagt, geh runter, der Typ ist krank. Warum sagst du mir nicht, warum wünschst du mir den Frieden Gottes nicht? Du redest von Hass. Okay, sag's mir. Okay, wir fangen von neu an. Also begrüß mich. Okay, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Giovanna Steven und dein Name ist... Ja, ich wollte deinen gestellten Pornodarsteller, Künstlernamen gar nicht erst hören. Wie heißt du in Wahrheit? Muslima. Komm, wenn du mit irgendwelchen Kunstnamen kommst. Ich heiße auch Jonathan Franklin. Und wie heißt du? Komm, hau ab hier. Mach dich nicht wichtig, als du bist. Du bist nicht wichtig. Ja. Okay, Freunde, bevor das Niveau wieder so am Sinken ist, wir hatten so eine schöne Debatte und wir haben ja auch lange gesichelt, würde ich sagen, wir machen jetzt Schluss. Hat mir Spaß gemacht, Freunde, folgt mir auf Telegram, wgeraldbelkerson, folgt mir auf Instagram, wgerald-belkerson. Ja, ich nehme jeden an und Freunde, folgt auch meinen anderen Backup-Accounts hier auf Telegram, auf TikTok. wgeraldbelkerson einfach eingeben, ich habe mehrere Accounts. Und dann werden wir ja in der Regel häufig solche Streams machen. Nicht so wie jetzt zuletzt hier, wo das wieder niveaulos geworden ist, wieder ausgeartet ist. Das machen wir nicht. Sondern das, was wir am Anfang gemacht haben, wo wir über Jesus gesprochen haben, über Gott gesprochen haben, über faktisch evidenzbasierte Wissenschaft gesprochen haben und so weiter und so fort. Das macht ja viel mehr Spaß, als mit diesem nackten Stecken so ins Gefecht zu gehen. Ab und zu ein bisschen matchen, okay, aber doch nicht so hier mit diesen Muslimas, okay? So, die nämlich mal den Frieden Gottes wünschen können, Freunde. Deswegen, ich verabschiede mich. Danke an alle Knacker, die das finanziell unterstützen, die geknackt haben. Danke an alle Elite-Sichler, die im Sichelgeheimbund sind. Freunde, kommt rein, spießt ein Abo ab. Ist kein echtes Abo, kann man jederzeit kündigen. Dann habt ihr Zugriff auf exklusive Emojis und dann würde ich mich freuen, dass wir uns demnächst wiedersehen. Danke an alle und gute Nacht und schlaft schon. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich auch. Müsst